Hallo und herzlich willkommen zu Tab, Table & Beyond. Wir machen heute den Codex Review Space Marines. Und zwar wird es ausnahmsweise aufgeteilt in zwei Videos. Einmal machen wir jetzt nur die Einheiten und im anderen Review machen wir die ganzen Sonderregeln rundum. Und das seht ihr nach dem Intro. So, ich habe heute den Tom dabei zum Codex Review. Hallo. Hi, kommst du wieder aus dem Keller? Heute ist ein bisschen was anderes und zwar, wir sitzen heute draußen, weil schönes Wetter ist. Wir haben heute sogar die guten Mikros ausgepackt, haben die noch ein bisschen eingesockt, dass der Wind nicht so durchpfeift. Es fahren die ganze Zeit Autos vorbei. Ich hoffe, es ist nicht zu laut auf dem Ton und die Nachbarn mähen Rasen und so weiter. Codex Review Space Marines. Erstmal vielen lieben Dank an den lieben Taschengelddieb. Ich glaube, wir dürfen gar nicht zum Tisch rumhauen, weil wir die Mikros da drauf haben. Also, bom, bom, bom. An den lieben Taschengelddieb, der uns das Buch gesponsert hat. Wir haben auch noch zwei andere Bücher nebenan liegen für die nächsten Reviews. Und genau, was heute anders ist, wir teilen auf zwei Videos, weil ja, der Codex doch ziemlich dick ist. Und haben uns dazu entschieden, dass wir ein Review machen extra mit den nur die Einheiten. Mhm. Das ist jetzt dieses Review. Ja. Hätte gesagt, fangen wir an. Und das zweite Review wird dann quasi die ganzen Sonderregeln rundherum. Kriegsherrnfähigkeiten, armeeübergreifende Sonderregeln, Stratagems, alles andere einfach. Das könnt ihr dann im anderen Review anschauen. Gut, wir haben den Codex schon ordentlich studiert. Nee, haben wir nicht. Nein. Okay. Wir haben den er ist tatsächlich auch noch zugeschweißt und den müssen wir jetzt mit unserer pursten Manneskraft aufreißen. Übrigens, weißt du, warum ich Sonnenbrillen aufgesetzt habe? Wieso? Das ist, da gibt es den New Yorker Vlogger an Casey Neistat, der das Vlogging eigentlich bekannt gemacht hat, sage ich mal so ungefähr. Und der hat immer Sonnenbrille auf, aus dem Grund, nicht weil das cool ausschaut, sondern weil die Leute dann quasi nicht sehen, wo er hinschaut. Mhm. Und das Ding ist das, ich schaue zum Beispiel auch oft nicht auf die Kamera, sondern hier auf meinen Monitor und dann fällt es nicht so auf, als wenn ich die ganze Zeit so da sitzen darf. Ah, okay. Ha, das war der super Trick. Ich merke schon, dass es mich nervt, ich werde jetzt gleich wieder runter machen. Also, da kann ich nicht gescheit lesen. Ich wollte halt heftiger Cowboy sein. Neuen Space Marines, jetzt geht's los mit den Einheiten. Ich muss mir jetzt echt da tatsächlich erstmal wieder so richtig heftig dran gewöhnen, dass ich die ganze Zeit hier Richtung Mikro spreche. Wie viele Seiten hat das Ding? Genau, es ist wieder ein da Space Marines und Imperium ist ein dicker Codex. Das ist ja immer so. 192 Seiten. Krass. Mir blast das Papier schon wieder davor. 192 Seiten ist schon mächtig. Man sieht sofort, sowohl auf dem Cover wie hinten drauf. Und auch innen drin, das erste große, wie sagt man da, Artwork, ist natürlich alles Primaris. Primaris, Primaris, Primaris. Also ich glaube, wir können uns darauf einstellen, dass die Primaris die Space Marines ersetzen. Ja, ja. Aber schauen wir einfach mal. Ja, ist okay. Ich denke, dass auf kurz oder lang so sein wird, dass einfach da neue Range rauskommt und dass die Space Marines, das halt doch noch sehr alte, kleine, knobelige Modelle sind, im Gegensatz zu den Primaris ersetzt werden. Ich bin jetzt auch tatsächlich, nachdem ich ja nie großer Space Marine Fan war und das jetzt nicht so mitbekommen habe alles, ich finde die Primaris okay. Also ich finde der Primaris sieht halt aus, wie ein Space Marine eigentlich aussehen sollte. Genau. Ja. Ist halt die Frage, ob es das braucht hat, dass man da quasi das alles neu aufsetzt mit extra Regeln oder man einfach die Modelle ersetzen hätte können, dass man sagt, das ist jetzt ein neues Modell. Aber es ist natürlich, muss ja auch was verkauft werden. Was ich halt komisch finde, ich verstehe aber den Fluffer dahinter nicht, wie jemand, der nicht Primaris ist, aber bereits Astartes zu einem Primaris werden kann, wie jetzt Tigurius zum Beispiel. Mhm. Also das check ich nicht ganz. Mal. Okay. Aber es ist bestimmt hier in dem Buch erklärt. Einfach Codex kaufen, reinschauen. Wir können gehen zu den Einheiten, dass wir durchkommen, weil wir ja doch einiges vorhaben heute. Und dass wir möglichst wenig Autos im Sound haben. Genau, weil jetzt ist eigentlich Mittag.
Eigentlich ist Mittag, da darf man gar keine Autos fahren. Auto gefahren. Gut, los geht's. So. Lang genug geblättert. Verteidiger der Menschheit. Genau, machen wir nicht. Kommt in anderen Review. Verteidiger der Menschheit, die übergreifende Regel. Das heißt, wir fangen direkt an mit dem Primaris Captain. Und du hast ja schon gesagt, die Marines und so weiter kennt eigentlich jeder. Genau. Wir werden jetzt wirklich nicht genau auf jede einzelne Waffenoption und so weiter eingehen. Und wir müssen tatsächlich die Codex Reviews jetzt auch ein bisschen durchboxen, weil wir hier drei Bücher machen jetzt und sonst keine Zeit finden. Wir hatten auch keine Zeit, uns großartig darauf vorzubereiten, weil wir letztes Mal nämlich von jemandem die Kritik kriegt, dass wir uns besser darauf vorbereiten sollen. Geht nicht. Wir haben auch noch nebenher ein anderes Leben und sind keine Vollzeit-Bücherleser. Primaris Captain. Was kann der Kerl? Ist er Haku? Primaris Captain ist ein normaler Captain, nur dass er eben Primaris ist. Der hat aber dafür stolze 6 Lebenspunkte. Trifft krass, natürlich ja. Alles auf die 2 plus und hat Stärke Widerstand 4, wie alle Space Marines. Mhm. Und hat auch 3 plus Rüstung. Servus Rüstung. Mhm. Genau, 5 Attacken, Moral 9. Also ich finde 6 Lebenspunkte für einen Captain, das ist schon ziemlich amtlich. Können wir kurz schauen, drüben ist der Captain in Terminator Rüstung zum Beispiel, hat 6 Lebenspunkte auch. Ja, komisch. Was ist der drunter? Hat 7. Und dann der stinknormale Captain hat 5 Lebenspunkte. Mhm. Also der hat praktisch 1 mehr. Ah, der im Gravis-Rüstung hat auch 1 Lebenspunkt mehr. Boah, heftig, der hat sogar 7. 7 Leben. Also in Gravis-Rüstung 7 Lebenspunkte. Also der Primaris-Captain lasst natürlich. Erstens hat er die Sonderregel, machen wir nicht. Riten der Schlacht, wie jeder Captain, das heißt in 6 soll Trefferwürfe von 1 wiederholen. Was der Captain halt so macht. Mhm. Und ich glaube, der kann jetzt mehr Sachen kaufen. Ja. Ah, das ist jetzt natürlich blöd, gell, mit die Engel des Todes Sonderregel, soll man den mit da mit reinnehmen, weil sie doch... Ja, man kann sagen, also alle in dem Buch haben natürlich die allgemeine Sonderregel Engel des Todes, was ich sehr passend finde für Space Marines. Mhm. Und was ist genau. das? Das ist diese dieses neue Keyword, das ihnen unter dem alles zusammengefasst wurde, was jetzt Space Marines bekommen, also die keine Furcht kennen, Polterdisziplin, also dieses bessere Polterschießen und das neue Sturmangriff, das ist alles beinhaltet Engel des Todes. Und da gehen wir dann quasi genau. Näher im anderen Kurs. Früher hatten sie ja nur Enter Shell 904, also die keine Furcht kennen, das war unten drin gestanden. Jetzt steht praktisch nur noch drin Engel des Todes und Engel des Todes beinhaltet jetzt alle diese Regeln. Genau, und das hat halt jeder in dem Buch und ich glaube mittlerweile sogar Fahrzeuge, genau, auch Fahrzeuge haben das. Mhm. Genau. Gut, also Primaris Captain ist ein Captain, der Primaris ist. Mhm. Der hat Stähler an den Stern, das heißt, er hat einen 4er Rettungswurf. Riten der Schlacht wiederholt Trefferwürfe von 1 für Attacken durch Modelle in 6 Zoll. Befreundeten. Genau, 6 Zoll. Gleicher Orden natürlich, funktioniert immer nur für den gleichen Orden. Genau, so Waffenauswahlen stehen jetzt drin: Boltpistole, meisterhaftes, starker Boltgewehr. Weiß nicht, das sind eh immer wieder die gleichen Sachen. Soll ich mal einmal kurz erzählen, was die kennen? Also standardmäßig ist er ausgerüstet mit der Boltpistole, meisterhaften Sturmboltgewehr und Granaten. Mhm. Boltpistole 12 Zoll, Stärke 4, 1 Schaden. Und das meisterhafte Boltgewehr 36 Zoll, Schwer 1, Stärke 4, minus 2 und 3 Schaden, okay? Das ist ziemlich heftig, das Teil. Das ist so, also Bolter halt. Das kann er tauschen. Der kann jetzt auch eine E-Faust haben, ich glaube, das ist neu. Plasmapistole kann er haben und Energieschwert kann er haben. Mhm. Genau. Ich weiß nicht, wie ihn ausrüsten wird, weil ich jetzt tatsächlich einfach keine Marine spiele. Kenne mir nicht aus. Nicht so fest, weil er meistens hinten steht und sagt, schieß besser. Einser wiederholen. Gut, dann haben wir gleich den nächsten. Das ist der Captain in der Gravis-Rüstung. Mhm. Eigentlich gleiche Geschichte, bloß dass er Leben mehr hat, oder? Und das ist diese dickere Rüstung, glaube ich. Ja, also ein Lebenspunkt mehr, oder? Genau. Bewegung eins weniger dafür. Ja, ist langsamer. Trotzdem nur 3 plus Rüstung, mhm. Auch den stellen Stern für die 4 plus Rettung und auch Riten der Schlacht. Und der ist dafür Widerstand 5. Dafür hat er aber eine Bolter-Sturmfaust und ein meisterhaftes Energieschwert. Mhm. Okay, also der kann da auch nichts anderes nehmen, das ist die feste Ausrüstung. Genau, dann also der ist halt ein bisschen zäher, kann man sagen. Langsamer, ja. Aber zäher. Gut.
Phobos-Rüstung. Genau, da kommen die neuen aus der Schattenspeerbox, die sind jetzt auch mit drin. Das ist ja diese Phobos-Rüstung, also diese abgespeckte Rüstung, wo man sich besser drin bewegen kann. Mhm. Irgendwie so. Okay, haben wir aber auch plus 6 Zoll Bewegung dafür. Ja, aber trotzdem eine 3 plus Rüstung. Was macht die? Ach ja, genau. Also der hat natürlich auch Engel des Todes. Der hat versteckte Position. Ah, das ist der Unterschied. Er kann quasi schocken. Wenn du dieses Modell bei der Aufstellung aufstellst, kann es beliebig auf dem Schlachtfeld aufgeschwören werden, wo es weiter als 9 Zoll von Gegner schafft. Also der kann infiltrieren. Das ist ziemlich gut. Den Omni-Störer. Ach so, infiltrieren, der schockt nicht, der infiltriert. Der infiltriert bei der Aufstellung. Wie Scouts. Aha, oh krass. Den, aber Omni, ja. Den Omni-Störer feindliche Einheiten, die als Verstärkungen auf dem Schlachtfeld eintreffen, also schocken, allgemein gesagt, können nicht innerhalb von 12 Zoll um dieses Modell aufgestellt werden. Mhm. Also da kann ich praktisch die so eine große Blase machen, wo niemand hin kann, das ist ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob die normalen das auch haben, müssen wir nachher mal schauen. Und es gibt irgendeinen Wallet-Chat, glaube ich, da kannst du Auren größer machen. Das heißt, da kannst du dieses Feld, wo niemand hin kann um ihn, kannst du noch größer machen. Aber da kommen wir dann später dazu. Dann hat er natürlich auch Riten der Schlacht, der ist ein Captain, also Einsen wiederholen in 6 Zoll Umkreis zu ihm. Und zwar... Okay, ist nicht begrenzt auf Phobos, also alle vom gleichen Orden. Orden, genau, Ordenbegrenzung. Okay. Und ein Tarnmantel, wenn das Modell von Deckung profitiert und eine Attacke mit einer Fernkampfwaffe gegen es abgehandelt wird, addiere 2 zum Schutzwurf anstatt 1. Das also ist tatsächlich. Wie bei Scouts, kriegt man in der Deckung plus 2 auf dem Rüstzahl. Den hat er automatisch dabei, das ist tatsächlich ziemlich heftig. Das heißt, er hat in Deckung eine 1 plus Rüstung. Mhm. Aber die Frage ist halt, gerade mit dieser Infiltration, okay, den kann man halt irgendwo vorne, wo Scouts hier infiltrieren, direkt mit dazustellen. Genau. Und dann können die da vorne auch schon Einser wiederholen und so. Und er wird auch schlechter getroffen. Also das ist, ich sage jetzt so ein bisschen so als Scout-Buff, wobei ich jetzt nicht weiß, inwiefern das Sinn macht. Ja, muss man mal schauen, wenn wir zu den Phobos-Einheiten kommen. Wenn er vorne steht. Gut, ja, Captain in Terminator-Rüstung hat wieder auch bloß 1 Zoll weniger Bewegung, also 5 Zoll Bewegung. Und dafür natürlich an 2 Rüster, 6 Lebenspunkte. Sonst auch wieder alles gleich. 4 Attacken bloß, die anderen haben 5. Der hat eine Attacke weniger tatsächlich. Echt? Mhm. Ach ja, weil der Captain in Terminator-Rüstung natürlich nicht Primaris ist. Ist das kein Primaris-Captain oder was? Nein, ist nicht Primaris, weil es gibt keinen Terminator Primaris. Es gibt nur normale Terminatoren. Noch. Du musst der Call neue Rüstungen erfinden. Der hat im Standard einen Sturmbolter und ein Energieschwert und er kann mit Sicherheit alle Waffen von der Terminator-Liste wählen. Mhm. E-Hammer, E-Faust, wie heißt es? Energieklauen. E-Kralle. Genau, richtig, E-Kralle. Was gibt es sonst noch? Ja, also die normale Ausrüstungsliste, bis auf die schweren Waffen, die kann er nicht haben. Also keine Sturmkanonen, keinen Raketenwerfer. Das wäre heftig. Mhm. Terminator-Captain mit Sturmkanonen, Raketenwerfer, das wäre ziemlich cool. Und Energiehammer. Du musst tatsächlich, glaube ich, ein bisschen lauter reden, wenn du immer darüber redest, dann ist, ja? Glaube ich, ganz wenig Ausschlag. Also okay. Man wird die ganz wenig nur noch haben. Dann versuche ich mich besser ans Mikrofon zu halten. Ja, es ist tatsächlich ungewohnt, gell, wenn man normalerweise vorne mit dem Shotgun aufnehmen, da wo man halt einfach irgendwo hinreden kann. Deswegen sind die ja so selten im Einsatz, weil das tatsächlich um einiges aufwendiger ist. Sollte aber halt vom Klang dann einfach besser sein, dass man das eventuell auch podcastmäßig anhören kann. Also der Captain Terminator-Rüstung, der hat einen Teleportangriff, weil er in der Terminator-Rüstung ist. Das heißt, den kann ich schocken, das heißt in Reserve stellen und später aufs Schlachtfeld teleportieren, 9 Zoll vor allen anderen entfernt. Der hat auch die Riten der Schlacht, also Einsen wiederholen, in 6 Zoll Umkreis, stellen einen Stern, das ist der 4 plus Rettung. Und er kann ein Sturmschild kaufen, das heißt, da hat er 3 plus Rettung. Mhm. Genau. So 10 und Zacherteife. Gut, gehen wir weiter. Captain in Kataphrakti-Rüstung, was war das? Das war auch wieder langsamer. Nochmal, ja, tatsächlich 4 Zoll Bewegung nur. Genau, Kataphrakti ist die. Hat aber dann ein Feel No Pain, oder? Kataphrakti, was macht die? Nein, das ist nur bei der Death Guard. Achso. Ich hab gemeint, die macht nochmal irgendwas besser. Ja, da ist der Retter besser. Also, Kataphrakti ist die heftigere Terminatoren-Rüstung.
Die ist langsamer, dafür ist der Safe besser, ist auch ganz normaler 2 plus Rüstung. Mal schauen, was der da macht. Es sind so viele Autos unterwegs, das ist echt der Es Hammer. ist Mittag. Was ist denn wir, wenn man da in der Großstadt wohnen darf? Ansonsten Kataphrakti-Rüstung und stählerner Stern. Dieses Modell hat einen Rettungswurf von 3 plus. Wenn dieses Modell vorrückt, halbiere das Ergebnis fürs Vorrücken. Also der Retter ist besser, aber er ist halt ziemlich langsam. Ultra-Zaha-Teufel. Dann hat er natürlich die Riten der Schlacht. Und er kann ein Sturmschild nehmen, aber wenn er eher 3 plus Rüstrettung hat, für was brauche ich dann ein Sturmschild? Das erschließt sich mir gerade nicht. Also er hat von Hause sind 3er Retter. Ja, Von dieses der Kataphrakti-Rüstung. und stählerner Stern. Er hat Kataphrakti-Rüstung und einen stählernen Stern, das heißt, dieses Modell hat einen 3 Rettungswurf von 3 plus und er kann ein Sturmschild Ja, das kaufen. macht echt eigentlich keinen Sinn. Okay. Also, Wenig. man kann sich das Sturmschild sparen, das heißt, er hat dann beide Hände frei, um zwei Energiehämmer zu haben. Bringt einem aber auch wieder nichts, oder? Na, bringt auch nichts, aber es schaut ziemlich cool aus. Genau, der hat natürlich, da es auch eine Terminator-Rüstung ist, auch einen Teleportangriff, das heißt, er kann auch schocken. Wir benutzen die alten Begriffe wie schocken und feel no pain. Wie immer. Ja. Mich wundert es gerade tatsächlich, mir fällt gerade auf, dass noch nicht auf den Trichter kommen, sondern dass tatsächlich an extra Space Marines Codex und an extra Primaris Marines Codex auch rausgebracht haben. Nachdem wir jetzt da diese Sonderbücher da schon liegen haben, auch mit die Wildscars und die Ultramarines, dass die jetzt da alle so Zusatzdinger kriegen, dass man nicht die auch schon aufteilt. Naja, sind wir froh drum. Sind wir froh drum, ja. Dann kommt als nächstes der normale Captain, der 0815 Captain, also nichts Primaris, das ist der ganz normale, der hat 5 Lebenspunkte. Der hat eine normale Rüstung an, also Servorüstung 3 plus. Der hat ein Kettenschwert, Granaten und einen meisterhaften Bolter und eine Boltpistole. Ja, Wahnsinn. Der kann auch von der Liste Pistolen und Nahkampfwaffen eigentlich alles auswählen. Also alles, was es gibt, Energieklaue, Energieschwert, E-Faust und so weiter und so fort. Ah, ich schaue bloß gerade, es ist tatsächlich bloß ein Primaris Captain, das andere sind ja alles Marines, ganz normale Captains. Ja, der Gravis Captain und der Phobos Captain sind auch Primaris. Und wieso steht da nicht Primaris dabei? Nur Captain. Ja. Komisch. Okay, ja. Meistens sieht man es immer bei den Lebenspunkten, weil die Primaris haben nun mal einen Lebenspunkt mehr. Ja, schon bloß, weil halt da tatsächlich nur bei einem halt auch Primaris dabei steht. Bei den Ja. anderen steht nur Captain, deswegen war das jetzt für mich ein bisschen uneinsichtig. Der normale Captain, wie gesagt, der kann Uneinsichtig. alles auswählen. Der kann zum Beispiel auch, da ein normaler Captain ist, das können die Primaris nicht, ein Sprungmodul nehmen. Dann kann er sie 12 Zoll bewegen, was meistens ziemlich cool ist. Der kann ein Sturmschild haben, lese ich gerade. Das ist ziemlich cool. Ansonsten hat er natürlich Riten der Schlacht, weil er ein Captain ist. Wenn er ein Sturmschild hat, dann 3 plus Rettung. Und wenn er ein Jump Pack ausgerüstet hat, dann hat er den Sprungmodulangriff und kann auch praktisch in Reserve gestellt werden und dann Ins schocken. Spielfeld geschockt werden, genau. Also 9 Zoll von Gegnern weg, halt ganz normal, zweite Runde, oder? Ich habe immer Wie die noch Regeln sind. einen neuen Begriff. Ja, es ist halt Schocken. Sprungmodulangriff, aber wie gesagt, bei uns ist das, ich meine, es gibt ja das bei, die meisten, die uns sehen, werden das ja wissen, Ja. aber es gibt halt natürlich auch Neueinsteiger und es ist halt einfach so, dass alle verschiedenen Armeen haben die gleiche Fähigkeit, nur dass bei jedem anders heißt. Das heißt, sie werden am Anfang des Spiels irgendwo nicht aufs Spielfeld gestellt Ja. und können dann im Laufe des Spiels irgendwo aufs Spielfeld gestellt werden. 9 Zoll vom Gegner weg, aber erst ab der zweiten Runde. Ja. Und das hat das, früher hieß es halt bei allen Schocken, da war das halt eine Genau. Grundregel. Und jetzt heißt es halt bei allen anders. Genau. Deswegen sagen wir Schocken. Gut, dann haben wir als nächstes noch den Captain auf Bike. Das ist ein eigener Eintrag jetzt. Weiß ich gar nicht, ob er das früher auch war. Der hat einen Widerstand mehr, weil er auf dem Bike sitzt. Widerstand 5 dann. Und Lebenspunkte hat er nochmal auch eins mehr, genau. Der hat 6 Lebenspunkte, normal 3 plus Rüstung und natürlich Bewegung 14, weil er ja auf dem Bike sitzt. Bisschen schneller unterwegs. Genau, der hat auf dem Bike den Zwillingsbolter und selber hat er einen meisterhaften Bolter, tatsächlich. Nein, hat er natürlich nicht, Meisterhaft, der hat eine nein. Boltpistole. Hat er schon einen Zwillingsbolter, braucht er keinen Bolter. Ansonsten, was kann der nehmen alles?
Okay, von der Liste der Nahkampfwaffen kann er sich was aussuchen. Das ist cool, das heißt, du kannst dem Captain auf Bike einen Hammer geben, zum Beispiel. Ein Hammerbiker. Ja, der Nachteil ist halt immer, warum man eher das Sprungmodul nimmt, weil ja der Biker nicht hoch kann in den ersten Stock. Das heißt, du musst ja ums Haus rumfahren. Das ist ja blöd, wenn sich einer hochstellt, dann hilft ihm der Hammer nichts. Ja, das Sprungmodul-Captain ist ja tatsächlich auch überhaupt beweglicher, weil er durch Ruinen, die Autos, weil der da durch Ruinen mehr oder weniger durch sich bewegt und nicht außenrum. Also die Bikes haben es schon schwieriger. Um die Mauern rundherum, überall und so. Ja, dafür kann er Turbo boosten mit seinem Bike. Weiß gar nicht. Genau, 6 Zoll automatisch, nicht Genau. W6, zusätzlich zur Bewegung. Zum Vorrücken, ja. Ansonsten ist er natürlich auch Engel des Todes und Riten der Schlacht, Einsen wiederholen in 6 Zoll. Und hat einen stählernen Stern, weil er Captain ist, das heißt, er 4 plus Rettungswurf. Und auch er kann ein Sturmschild kaufen. Das ist gut, dann hat er 3 plus Rettung. Ja, Wahnsinn. Die Marines, die haben allein schon so viele Captains, wie andere Armeen-Einheiten haben. Das ist echt irre. Es ist ja eigentlich immer der gleiche Captain, nur dass er immer anders ausgerüstet Immer ist. einen anderen Schlafanzug hat. Genau. So, dann kommen wir jetzt zu seiner linken Hand, zum Lieutenant. Der ist auch ein Space Marine, Leutnant. geht 6 Zoll weit, trifft alles auf die 2 Plus, Stärke, Widerstand 4, ganz normal. Der hat 4 Lebenspunkte, also ein bisschen weniger wie ein Captain und 3 Attacken und hat auch ganz normal Servo-Rüstung an. Was hat der dabei? Der hat eine Boltpistole, meisterhaften Bolter, Kettenschwert und Granaten. Und was ist das Besondere am Lieutenant? Der hat genau die taktische Präzision. Das heißt, die darf Einsen beim Verwunden um 6 Zoll für Marines vom gleichen Orden wiederholen. Deswegen nimmt man den mit. Das ist halt das Ekelhafte bei den Marines, gell? Ein Captain und ein Lieutenant daneben stehen und dann dürfen sie Einser beim Verwunden und beim Trefferwurf wiederholen. Der eine gibt Trefferwürfe wiederholen, der andere Verwundungswürfe wiederholen. Pff, ist so eklig. Ja, also ich lese gerade, die Lieutenants kann man anscheinend im Trupp kaufen und ich kann einen Zweier. Leutnants. Genau. Lieutenant, Leutnants, Leutnant. Lieutenants. Leutnants. Also man kann eine Einheit aus zwei spielen, die werden zusammen aufgestellt, danach sind sie aber unabhängig. Okay. Dass man noch mehr dabei haben kann. Ja, keine Ahnung, das heißt, ich kann 6 Lieutenants mitnehmen. Leutnants. Genau. Weiß ich nicht, ob das jetzt großartig was bringt. Er kann auf alle Fälle, er hat auch den Sprungmodulangriff, das heißt, auch der kann ein Sprungmodul nehmen. Das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Das immer, weil das war früher oft so, dass einige Charaktermodelle konnten dann irgendwelche Sprungmodul oder Bike nehmen und andere nicht, dann war das immer schwierig, dass alle praktisch gleich weit. Mit der So, Bewegung dann, dass man es genau. zusammenhält. Ja. Das ist ganz praktisch, wenn das alle können. Gut, der kann auch von der Nahkampfwaffenliste einkaufen. Oh Gott, haben wir geile Scheiße. Jetzt kann man nochmal drei, na nochmal Leutnants, einmal ein Primaris Leutnant und ein Leutnant in Phobos-Rüstung. Ja. Im Grunde genommen die gleiche Geschichte, wie es bei den Captain schon war, oder? Bloß mit Genau, verschiedenen Rüstungen. der Primaris Lieutenant macht natürlich das gleiche wie der andere auch. Nur als Primaris. Genau, Einsen wiederholen fürs Verwunden. Nur Primaris, das heißt, er hat einen Lebenspunkt mehr, der hat 5 Lebenspunkte, der normale Lieutenant hat 4 Wie ist denn Lebenspunkte. der Punktunterschied? Also von den Machtpunkten. Gehen wir mal da 4 und 5 Machtpunkte. Das heißt 100 auf 120 ungefähr wahrscheinlich. Keine Ahnung. Also der Primaris Lieutenant ist billiger. Als der normale Leutnant. Das macht irgendwie wenig Sinn. Schauen wir, wollen wir das tatsächlich mal in die Punkte abgleichen oder warum das so ist? Sprungmodulangriff hat der Leutnant und der Primaris Leutnant hat keinen Sprungmodulangriff. Ja, weil er Das kein wird's. Sprungmodul auswählen kann. Ja, das wird's aber wahrscheinlich ausmachen, oder? Okay, Na, aber der hat es auch der nicht hat, von Haus aus. nein, ich muss ja das Sprungmodul erst kaufen. Ah, bei den Machtpunkten ist aber das mit einberechnet. Weil du bei den Machtpunkten immer Maximalausrüstung eingerechnet hast. Ah, Das okay. ist doch der Unterschied. Das hat es ich weiß das, bei die Ork-Bosse war das ziemlich krass, wenn man die Ork-Bosse mit nach Machtpunkte spielt, sind die ziemlich heftig ausgerüstet, wo du, weißt du, die Punkte ist das nicht Ja, wert. klar. Deswegen ist das, Klar. wenn man jetzt die Punktkosten nackt anschaut, wahrscheinlich bei die Leutnants,
Das, also das mit dem Mikrofon ist ja echt sau unpraktisch. Primaris Lieutenants kosten 65 Punkte und normale Lieutenants kosten 60 Punkte. Also billiger. Und mit Sprungmodul dann 78. Mhm. Dann macht es irgendwo Sinn. Ja, okay. Es ist Macht, weil du ja bei den Machtpunkten immer Maximalausrüstung hast. Ja. Für Spielanfänger genau. Halt praktisch. Jetzt ist der Librarian dazwischen, aber ich würde sagen, hupfen wir schnell rüber auf die andere Seite. Den Primaris Lieutenant gibt es natürlich auch in Phobos-Rüstung. Das ist wieder diese Scout-Rüstung. Mhm. Dadurch bekommt er einen Graf-Schirm. Mhm. Der kann auch wieder nur, infiltrieren quasi. Das ist aber anders. In geringer Höhe statt Schlachtfeld aufstellen. Ja, das ist Schocken. Genau, also der Lieutenant in Phobos-Rüstung kann schocken. Mhm. Okay, und der andere kann, der Captain in Phobos kann aber infiltrieren. Versteckte Position. Mhm. Okay, also. Also der eine steht schon auf der Platte, der andere nicht. Mhm. Das ist ja interessant. Okay, ist anscheinend so. Ansonsten hat er, wow, der hat ja viele Sachen, der hat Rauchgranaten. Ja, Terra-Truppen, Helden der Kompanie und taktische Präzision, der hat echt einen Haufen Zeug. Was können die Rauchgranaten denn? Die kann er einmal einsetzen, wenn das Modell mit Rauchgranaten ausgerüstet ist, kann es einmal pro Schlacht einsetzen und dann muss man gegen dieses Modell einzeln vom Trefferwurf abziehen. Mhm. Dann hat er Terra-Truppen, das ist dann wieder, das ist für die Reaver-Einheiten innerhalb von 3 Zoll. Müssen fast feindliche Einheiten, ich muss gescheit lesen, ich bin halt innerhalb von 3 Zoll und feindliche Einheiten befinden ziehen vom Moralwert jeder solchen feindlichen Einheit 1 ab pro Reaver-Einheit deiner Armee. Also die Gegner kriegen eine schlechtere Moral. Genau, in 3 Zoll ist es diese die Reaver-Sonderregel, was die Reavers auch haben. Dann Helden der Kompanie, das heißt, ich kann wieder einen Trupp aus dem spielen und taktische Präzision, das ist wieder diese Regel, warum man eigentlich mitten im Einsen beim Verwunden wiederholen. Das mit der Rauchgranate finde ich ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob das viel Sinn macht, weil der Typ ist, hat ja eh die Charakterregel. Das heißt, wenn er nicht der Nächste ist, kann er sowieso nicht beschossen werden. Mhm. Außer natürlich durch Einheiten mit Scharfschützengewehre. Mhm. Okay. Achso, ja genau. Also, das waren die Lieutenants. Jetzt Lieutenants. Das müsste es gewesen sein. Dann haben wir hier noch den Librarian. 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 Also der Zauberer. Librarian. Genau, der Librarian, der kann zaubern. Wie viel kann der Zauberer zaubern? 2 Psi-Kräfte manifestieren und eine Bannen wahrscheinlich, oder? Genau. Der ist auch ein Engel des Todes. Das ist jetzt der normale Zauberer. Das heißt, der ist ein normaler Space Marine in Servus-Rüstung. Das heißt, 3 plus Rüstungswurf, bewegt sich 6 Zoll weit, hat normale Space Marine-Ausstattung. Die normale Space Marine-Ausstattung ist immer Bolter, Boltpistole, Fragment und Sprenggranaten. Was er noch hat, er hat einen Psi-Stab. Den kann ich tauschen gegen Psi-Axt oder Psi-Schwert. Mhm. Und was, der normale kann auch ein Sprungmodul haben, was ziemlich cool ist. Das heißt, er kann wieder mit, wenn ich alles mit Sprungmodul spiele, kann er wieder mit allen mithüpfen. Das ist ganz praktisch. Mhm. Kann auch wieder schocken dementsprechend, oder? Mit Sprungmodul. Genau, richtig. Und hüpfen, der Zauberer ist immer gut mit boah. Bewegung. Und was die Space Marine Zauberer ziemlich gut macht, das ist diese Psi-Matrix. Wenn für dieses Modell ein Psi-Bann-Test abgelegt wird, um eine von einem feindlichen Einheit innerhalb von 12 Zoll manifestierte Psi-Kraft zu bannen, addiere 1 auf den Wurf. Das heißt, ich bekomme immer 1 zum Bannen, wenn ich in 12 Zoll zu dem anderen stehe. Das ist natürlich praktisch, wenn er dann ein Sprungmodul hat und sich weit bewegt. Also das ist... Ich finde es halt ziemlich gut, dass der Zauberer automatisch immer plus 1 aufs Bannen dabei hat. Also jeder ja. andere Zauberer muss sich seine Fähigkeiten teuer erkaufen, das Space Marine Zauberer hat es einfach dabei. Ja, und gerade mit dem Sprungmodul ist es halt doch so, dass man schön an Gegner hinspringen kann, dass man wirklich dann auch bannen kann, gerade so gegen so Elder-Armeen, wo die dann Treffer wiederholen und alles mögliche machen. Die ein bisschen auskontern, nachdem die Eldarino-Zaubersprüche eh schon relativ teuer sind und oft mal nicht durchgehen, was ich gemerkt habe. Okay. Also bei mir zumindest ist das schon ganz praktisch, wenn man obwohl das so mit wiederholen so darfst. Jump
Captain, ja, tatsächlich trotzdem, vielleicht bin ich einfach schlecht. Also es kommt mir gerade vor, als würden wir neben einer Autobahn wohnen hier. Ja. Und das in einer kleinen Siedlung. Also auf der Test, auf der Testaufnahme hat man es nicht gehört. Ja, also minimal. Ich hoffe, dass euch im Sound nicht so schlimm ist. Ja, können wir leider auch nichts ändern. Gut, wir gehen weiter. Bin ich schon? Den genau. Librarian gibt es natürlich auch in Primaris. Der hat dann wieder einen Lebenspunkt mehr. Schau ich gerade. Genau, der normale hat 4 Lebenspunkte, der Primaris hat 5 Lebenspunkte. Das Modell finde ich aber tatsächlich ziemlich cool. Ja. Der hat Space Marine Ausrüstung und ein Psi-Schwert, kein Psi-Stab wie der normale. Der kann auch, der hat auch eine Psi-Matrix, Engel des Todes, und er kann auch 2 zaubern und 1 bannen. Genau. So viel zum Primaris Librarian. Dann haben wir den Primaris Chaplain. Das ist jetzt alles geenglischt worden. Früher hat es Ordenspriester geheißen. Primaris Chaplain. Genau, das ist der mit dieser Totenkopfmaske. Joplin. Den finde ich immer ziemlich cool. Der gefällt mir irgendwie mit der Maske. Der hat Space Marine Ausrüstung und der hat dieses Zepter, das Crucium Arcanum, das alle Ordenspriester haben. Das ist ja das Amtsabzeichen von denen. Das ist auch denen ihre Nahkampfwaffe. Das macht plus 1 Stärke, minus 1 und 2 Schaden. Das ist gar nicht schlecht. Also ist ganz cool. Was hat der sonst noch dabei? Ein Absolver Boltpistole. Wahnsinn. Das ist ein Schuss schwerer Bolter. Dann hat er, ist er natürlich ein Engel des Todes. Er hat Rosarius dabei, das heißt der 4 plus Rettungswurf. Das ist dieser komische Kranz, den er oben immer rundherum hat. Und der Ordenspriester war ja eigentlich so das Modell, das eigentlich nie ein Space Marine mitgenommen hat. Der hat sich sehr drastisch verändert. Ähnlich den, wie heißen die vom Chaos? Die Ordenspriester vom Chaos. Habe ich vergessen. Na, mir fällt's ist egal. Rein. Also die haben jetzt eine ähnliche Fähigkeit bekommen. Ihr wisst schon, was ich meine. Die haben mit dem Dings. Spirituelle Führung erstens. Das heißt, befreundete Einheiten vom gleichen Orden können ihren Moralwert verwenden, weil die haben Moralwert 9, weil die sind ja so diese spirituellen, also so die, die den imperialen Glauben verkörpern. Und ganz wichtig, die haben jetzt Litaneien des Hasses. Genau. Und das heißt, wenn diese, also die Litanei des Hasses haben sie immer und sie dürfen verschiedene Litaneien wählen, das steht hinten. Und da kann ich mal verschiedene Sachen aussuchen und das funktioniert, da muss ich immer zu Beginn der Runde genau, auf 3 plus kann er eine Litanei inspirieren und ihr Effekt rüstet bis zum Ende der Schlachtrunde ein. Genau. Da werden wir dann tatsächlich auch wieder im anderen Review genauer drauf eingehen, die Litaneien, weil das ja wieder die ganzen Sonderregeln sind. Was sehr interessant ist bei den Litaneien, das beginnt zu Beginn der Schlachtrunde. Das heißt, selbst wenn ihr jetzt, es gibt ja eine Litanei, das kann ich schon verraten, das ist minus 1 auf Trefferwürfe. Das macht, wenn jetzt der Gegner anfängt, kann ich das trotzdem machen, weil es ja zu Beginn der Schlachtrunde ist. Ja. Und nicht erst, wenn ich dran bin. Und das macht das Modell sehr, sehr brauchbar. Da sind nämlich ziemlich coole Sachen dabei. Genau. Litaneien des Hasses, das, was er vor Haus aus hat, kann man nur schnell sagen, weil es eh dabei steht. Da kannst du Attacken mit Nahkampfwaffen von Modellen in befreundeten Ordenseinheiten dafür die Trefferwürfe wiederholen in 6 Zoll. Also die alte Ordenspriester-Fähigkeit. Gibt es jetzt als Litanei, ich kann aber dann andere wählen. Nahkampf-Buff, okay, ja. Genau. Dann kommt als nächster Tech Marine, das ist der mit dem großen Schraubenschlüssel, der die Autos repariert. Der hat eine dicke Rüstung an, der hat einen 2 plus Rüstungswurf, ist kein Primaris. Da glaube ich, gibt es ja keinen Primaris. Ich glaube, da gibt es keinen Primaris. Der. Nein. Okay. Der hat. Zweitens muss ich schauen, ob der Servohan ist. Nein, ist nichts. Der hat eine Energie-Axt, das ist dieses Abzeichen. Dann hat er ansonsten Space Marine-Ausrüstung, also Granaten, Boltpistole und er hat einen Servo-Arm, das ist hinten dieser Arm. Mit dem Arm kann er einmal zuschlagen, das ist wie eine E-Faust. Genau, und da hat er eben auch den Segen des Omnis, dass er quasi
ein Fahrzeug innerhalb von einem Zoll W3 verlorene Lebenspunkte reparieren kann. Einmal pro Zug, aber nur. Ja. Ja. Dann kann der ein Servo-Harnisch kaufen. Flammenwerfer, Plasmascheider, Servo-Arm kann er haben. Energieaxt, eine Liste Nahkampfwaffen, eine Boltpistole. Ich finde es krass, da steht jetzt überall eins dabei. War das früher auch schon so? Ein Das ist Bolterwaffe. tatsächlich, ja, da steht eins dabei. Ja. Vielleicht haben sie das gemacht wegen eine Waffe. Und jetzt steht eins Waffe. Ja. Also es sind tatsächlich halt jetzt Zahlen dabei. Das finde ich gar nicht schlecht, das ist eindeutiger. Ja. Weil da immer ja so Wording-Probleme dann oft in die Regeln kommen. Genau. Na, schaut nicht so aus. Ah ja, doch. Ja. Also der letzte Punkt, das Modell kann zusätzlich ausgerüstet sein mit Flammenwerfer, Plasmaschneider, Servoarm. Das heißt Ja. nicht mehr Servoharnisch, das war früher der Servoharnisch, da wo die so ganz viele Arme dran sind. Ach so, also. Normal hat er nur einen Arm und so wie auf dem Bild dargestellt ist, das ist der Servoharnisch, da hat er dann die ganzen vielen Arme. Und der Servoharnisch ist eben dieser Plasmaschneider und dieses andere Dingsbums. Flammenwerfer, genau. Weil das braucht er zum Reparieren. Komischerweise kann er aber selbst mit Servoharnisch nicht besser reparieren. Also das Reparieren bleibt immer gleich. Ja. Genau, das ist der große Reparateur. Ah ja, dann haben wir den. Das finde ich jetzt komisch, dass das irgendwie so zerstreut ist. Jetzt kommt wieder ein Zauberer, der Librarian in Terminator-Rüstung. Das heißt, es ist ein Nicht-Primaris, weil ja Primaris gehen in die Terminatoren-Rüstung nicht rein. Der hat dann 1 Bewegung weniger, dafür einen Lebenspunkt mehr und eine 2 plus Rüstung wegen der Terminator-Rüstung. Der hat eine Psi-Stab, wie der normale, und hat natürlich einen. Hat er gar nicht. Der hat keinen Sturmbolter. Aber der kann sich von den Kombiwaffen kann er sich was aussuchen. Das heißt, ich kann ihm mindestens einen Sturmbolter geben. Der hat das Krux Terminators, also die 5 plus Rettung, was in der Terminator-Rüstung eingebaut ist. Ansonsten hat er wieder die Psi-Matrix und den Teleportangriff, weil er ja natürlich eine Genau, also Terminator-Rüstung wieder hat. das Schocken. Ja, es ist tatsächlich eigentlich auch hier bei den Librarians wieder das gleiche, wie es davor schon bei den Captains und den Lieutenants war, dass die alle wieder in den verschiedenen Ausrüstungsvarianten gibt und dementsprechend auch wieder alle dementsprechend die Sonderregeln haben oder nicht haben. Weiß nicht, ob wie stark man jetzt darauf eingehen muss. Ich finde es ja komisch, dass das irgendwie so zerstreut ist. Ich meine, wir Es ist haben ja. 114 war der erste Librarian oder Zauberer und jetzt auf 118 kommt der Librarian. Dann kommt dazwischen nochmal ein Chaplain. Dann kommt der Librarian in Phobos Und dann in Chaplin in Armor. Also, Terminator-Rüstung. man hätte es immer so, also ich hätte es halt besser sortiert. Ja, es ist echt richtig doof Genau. strukturiert Also es irgendwie. gibt natürlich den Chaplain oder früher Ordenspriester auch in normal, also nicht Primaris und in normaler Rüstung und den gleichen gibt es dann auch noch in der Terminator-Rüstung, machen alle das gleiche. Der normale Chaplain hat einen Lebenspunkt weniger wie der Primaris, dafür hat der in der Terminator-Rüstung eins mehr und eine 2 plus Rüstung und kann schocken, weil er halt eine Terminator-Rüstung Genau, hat. also wie bei alle anderen auch die Genau, dafür gleichen kann der normale Stats Chaplain wieder ein Unterschiede. Sprungmodul kaufen, was cool ist. Und der Librarian in der Phobos-Rüstung, der hat die versteckte Position. Also das ist der Zauberer Primaris, aber in der Schleichrüstung. Der kann wieder infiltrieren. Also ich finde es echt komisch, dass der Lieutenant in Phobos-Rüstung schocken kann, aber der Captain und der Librarian in Phobos-Rüstung können infiltrieren. Das finde ich komisch. Aber ja. Der hat auch den Tarnmantel, das heißt, wenn er Deckung hat, hat er bessere Rüstung. Hat er Psi-Matrix. Ja. Genau, auch wieder zwei Psi-Kräfte, eine Bannen. Und der hat Jo. auch ein Psi-Schwert. Also die Primaris-Zauberer haben immer ein Psi-Schwert und die normalen haben einen Psi-Stab. Ist halt so. Gut. Zaubern kann der. Der kann auch zwei zaubern und eins bannen.
Genau, aber der Zauberer in Phobos-Rüstung kann von der Disziplin der Verdunkelung zaubern. Das können die anderen nicht. Die können nämlich von der Librarius-Disziplin zaubern. Das ist der Unterschied. Okay, dann habe ich interessant, verschiedene mitzunehmen, dass man verschiedene Disziplinen dabei hat. Ja, der Schleichrüstungszauberer kann so Rumschleich-Zauber-Zaubern. Rumschleichen. Zaubern. Jetzt sind wir bei den Standards der Elite. Genau, die Intercessor Squads. Intercessor sind ja auch wieder Primaries, gell? Genau. Oh, das ist ja das nächste bei den Primaries mit diesem komischen Namen. Ja. Intercessor, Interceptor, Inceptor, Outceptor. Lieutenant. Also Intercessor sind Internetzer. Internetzer, Influencer, der Influencer Squad. Gesundheit. Das ist ein Primaris Influencer Squad. Also Intercessors ist der Primaris Standard-Trupp. Mhm. Space Marine Ausrüstung, die haben nur das heftigere Boltgewehr. Wie heißt denn das? Bolt Rifle. Genau, Boltgewehr, das heißt Boltgewehr. Das hat einen Durchschlag von minus 1, der normale Bolt hat keinen Durchschlag und 30 Zoll Reichweite. Mhm. Das ist ziemlich cool, die haben eine 3 plus Rüstung und 2 Lebenspunkte im Gegensatz zum normalen Space Marine. Die können anstatt von dem Boltgewehr ein Sturmboltgewehr haben, das deutlich besser geworden ist. Hat jetzt nämlich 3 Schuss, dafür keinen Durchschlag, aber 3 Schuss Stärke 4 auf 24 Zoll. Das ist schon heftig. Ja, und das halt mit dieser Bolter-Disziplin dann nur. Ja, genau. Das bringt er nicht, weil das ist keine Schnellfeuerwaffe, das ist eine Sturmwaffe. Okay. Bolterdisziplin bringt mir nur was bei Schnellfeuer. Ah, ja, gut. Das Boltgewehr ist halt 30 Zoll mit Bolterdisziplin, schieße ich halt mit einem 10er Trupp 20 Schuss auf 30 Zoll. Mhm. Das ist heftig. Ja, genau, die können einiges an Ausrüstung haben. Der Chef, der Sergeant im Trupp hat jetzt, glaube ich, genau, Intercessor Sergeant Waffen, der hat Zugriff auf mehr Nahkampfwaffen. Der konnte ja früher, glaube ich, nur ein Schwert haben. Jetzt kann er auch E-Faust und so weiter haben. Also wie der normale Sergeant auch, nur den Primaris. Gibt es in 5 Mann und ich kann aufstocken bis 10 Mann. Und einer kann diesen Auxiliary Grenade Launcher haben. Also wie die amerikanischen Soldaten unten mit diesem coolen Granatenwerfer. Genau. Die kann man auch wieder als Kampftrupp sprühen, also quasi einen 10er Trupp aufstellen und den dann im Spiel aufteilen auf 2 5er Trupps. Genau. Ja. Genau, Engel des Todes, Kampftrupps, ja, und Unterlaufgranatwerfer. Genau, das war es eigentlich soweit. Dann haben wir daneben gleich den Tactical Squad, das ist praktisch der normale Space Marine. Unterschied zum Intercessor ist, dass er einen Lebenspunkt weniger hat und einen normalen Bolter als Standardwaffe trägt. Aber wenn ihr das jetzt auf dem Foto so den direkten Vergleich seht, die normalen Space Marine Modelle zu den Primaris Modelle, also die Primaris schauen schon schicker aus, finde ich. Also da schauen die normalen Marines schon ganz schön gestaucht aus. Meiner Meinung nach. Also nur rein meine. Es ist ja ein bisschen so, aber das war ja immer schon ein bisschen ein Problem, so vom Maßstab her stimmt ja das Ganze, die Modellreihe ja nicht so. Das ist ja genau. In das Rhino-Modell, wie sollen da 10 Space Marines reinpassen? Also das funktioniert einfach nicht. Mhm. Und wenn es dann einen Soldaten von der Imperialen Armee neben einen Space Marine hinstellt, stimmt ja der Größenvergleich auch nicht so ganz. Mhm. Das ist halt mit, wenn du jetzt einen Primaris hinstellst, da stimmt halt die Größe irgendwie besser. Also finde ich vom Gefühl her, weil ja. Ja, nein, was man einfach beim Primaris-Modell einfach sieht, ist das, dass die Proportionen am Modell selber einfach besser passen. Ja, das auch. Space Marine ist ja, glaube ich, circa 3 Meter groß. Mhm. Also in echt. Glaubst du, ja, so wie der Michi halt. Genau, also so mindestens 2,50 Meter. Und ich glaube, irgendjemand hat ausgerüstet, in voller Kampfmontur wiegt er 250 Kilo oder so. Mit Rüstung und allem drum und dran. Meinst du so wenig? Kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Was ich weiß nicht, also da gibt es ja so Foren da. Ja, ja, klar, aber jetzt, das ist jetzt natürlich eine reine Fluff-Geschichte und so, aber kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, so ein 3 Meter Space Marine Alor hat bestimmt schon 200 Kilo. Kann sein, vielleicht ist dann ohne Rüstung, aber dann wiegt er ja mit Rüstung wahrscheinlich
400 Kilo oder was? Also ich hätte jetzt schon gemeint, dass du eigentlich tatsächlich, also okay, schreibt ihr in die Kommentare, wenn ihr sowas wisst, das wäre jetzt ganz interessant. Wir wissen es jetzt nicht, aber Na. oder was, also ich stelle mir tatsächlich vor, dass so, was wiegt ein Pferd? Boah. Ich kann jetzt nebenbei 5, googeln, 500 Kilo? was wiegt ein Space Marine? Das kannte ich mal ungefähr, also ich darf jetzt also an so einem Primaris Marine mit Rüstung mit einem Pferd vergleichen. Aber was sagt ihr dazu? Gut, weiter, oder? Das war jetzt der Tactical Squad. Die haben Genau. natürlich Der auch wieder taktische Trupp Kampftruppen. ist halt der große Vorteil, dass sie hier viel mehr Waffen mitnehmen können. Da kann ich einen Plasmawerfer mitnehmen, da kann ich einen Melter mitnehmen, einen Flammenwerfer, einen Raketenwerfer, Laserkanone, was gibt's noch? Plasmakanone gibt's. Also Bolter. Bolter haben sowieso, das können die Bolter. Intercessors nicht. Also der Intercessor kann irgendwie die Laserkanone nicht bedienen. Das ist immer so, der hat so die Hand und dann kommt die Laserkanone und das ist so, verstehe ich nicht, kann ich nicht. Das ist ja genauso, warum die nicht in andere Autos einsteigen Ja, können, genau, das weil geht auch die nicht. nämlich da nicht wissen, wie die Tür aufgeht. Ja. Die Elite der Elite der Elite der Elite der Ja. Menschheit ist einfach, ja, da merkt man einfach, dass nachgezüchtet worden sind. Da Ja. fehlen einfach manche Sachen. Ja. Also, Also. jetzt tut mir leid, ich hoffe, ich habe jetzt keinen Shitstorm hervorgerufen, wegen irgendwie Anti-Space Marine-Meinung. Na, ist cool. Alles gut, alles gut. Und ich habe ja nichts gegen die Space Marines an sich. Ich finde bloß die Spieler blöd, die Space Marines spielen. Na, Quatsch, gar nicht. Es ist bloß tatsächlich so, dass halt, ich für mich gemerkt habe, dass Space Marines halt einfach nicht meine Armee ist. Das ist genauso wie jetzt wahrscheinlich irgendein Space Marine-Spieler sagt, er hätte keinen Bock auf Tau spielen oder Elder Oder spielen. wie alle Leute, die nicht Tau spielen, sagen, Tau ist nicht meine Armee. Genau. Also, ich meine, das ist ja zum Glück, wir können ja froh sein, dass wir diese Vielfalt haben. Ich finde es ja tatsächlich auch sehr schade, dass wir jetzt hier auf dem Kanal relativ, also nicht wirklich Space Marine Spieler, beide nicht sind, weil es wäre natürlich schon auch interessant für euch, wenn man Space Marines Battle Reports machen könnte, aber es Ich ist hatte einfach. mal eine riesige Space Marine Armee, die habe ich verkauft. Das war Ja. meine erste Armee. Die war echt heftig. Ich habe auch kurzzeitig diese Dark Angels gehabt und so, aber es ist irgendwie. Ja, ich habe aber noch was im Schubladen. Immer. Was wollte ich sagen? Genau, ganz wichtig, der normale Space Marine, also man hat ja eigentlich keinen normalen Space Marine gesehen, weil er halt zu teuer ist für das, was er macht. Und der Scout eigentlich der bessere Space Marine ist, aber also der Tactical Squad Space Marine ist ein Punkt billiger geworden. Das weiß ich jetzt auswendig. Der kostet jetzt nur noch 12 Punkte statt 13 vorher. Was natürlich, das muss ich jetzt aber, ich kann es mir nicht verzwicken, der Chaos Space Marine kostet immer noch 13. Mehr oder weniger? Ich habe jetzt nicht Mehr? Der aufgepasst. Chaos Space Marine kostet einen Punkt mehr, weil Okay. der Imperiale Space Marine einen Punkt billiger geworden ist. Was aber den normalen Space Marine mit 12 Punkten doch wieder interessant macht. Okay. Das ist übrigens der nächste Grund, warum ich heute eine Sonnenbrille auf habe. Weil ich bin ja letztens auch schon ein bisschen geschimpft worden, warum ich im Video so viel gähne. Und jetzt haben wir gedacht, okay, ich mache einfach immer zwischendurch kurze Nickerchen und mache die Augen zu. Dann sieht es keiner. Weil, was man dazu sagen muss, der Tom und ich waren mal gestern steil. Ja, wir waren ziemlich steil. Ausnahmsweise seit Ewigkeit, ich glaube, ist schon lange her. Und deswegen mache ich zwischendurch die Augen zu und mache ein Nickerchen. Passt. Der Intercessor kostet 17 Punkte, das weiß ich nicht, ob er billiger geworden ist. Gut, dann kommen wir zu der neuen. Zu der neuen Standardauswahl, sind die Infiltrators. Das Infiltrator sind Squad. praktisch die Schleichmarines Standards. Schleichmarines. Der Infiltrator, das kostet, müssen wir mal schauen, was der kostet. Das interessiert mich nämlich ziemlich stark. Sind die dann von Schleich? Ist das jetzt Schleichwerbung? Der Infiltrator kostet 22 Punkte. Ist aber teuer. So, was kann der Infiltrator? Das ist grundsätzlich ein Primaris Marine, der ganz normale Ausrüstung hat. Ja, Boltpistole, Schützen, Bolt, Karabiner, Fragmentgranaten stängern mit dabei. Er hat versteckte Position, das heißt, er kann wieder nicht schocken, sondern infiltrieren, glaube ich, war versteckte Position.
Kann wieder Kampftrupps, genau. Also 10er Trupp aufteilen auf 2 5er. Omni-Störer. Das ist das in 12 Zoll, diese Ding machen, dass da keiner schocken kann. Das ist ziemlich cool, wenn die das können. Was, da kann keiner hinschocken? Ja genau, innerhalb von 12 Zoll um diese Einheit können keine Verstärkungen eintreffen. Oh, okay. Und da die ja infiltrieren können, kannst du halt mit denen das Feld ziemlich gut abdecken. Ah, das ist echt böse, ja. Wenn wir später zur Landungskapsel kommen, werden wir feststellen, dass das Matchup Space Marine gegen Space Marine keinen Spaß macht, wenn beide Landungskapseln dabei haben. Okay. Habe ich noch nicht, keine Ahnung, bin nicht gespannt. Weil wenn jeder das Feld abdeckt, dass keine Verstärkungen eintreffen können, dann werden die Landungskapseln nie kommen. Mhm. Okay, einer davon, also die Standardwaffe von den Infiltrators ist das Schützen, ist der Schützenboltkarabiner. Das ist ein Bolter. Ach, der hat die, genau, die, bei einem, wenn du eine Attacke mit der Waffe abhandelst, wird das Ziel bei einem unmodifizierten Trefferwurf von 6 automatisch getroffen und verwundet. Mhm. Das heißt, okay, wenn ihr beim Trefferwurf eine 6 würfelt, habe ich automatisch eine Wunde und muss nicht mehr verwunden. Das ist natürlich sehr gut, wenn man das kombiniert mit plus 1 auf Trefferwürfe. Ich weiß nicht, ob die das haben können. Dann geht es halt schon auf die 5 plus. Das ist die gleiche Regel, haben zum Beispiel die Sangors mit den Bögen, was sich nicht so berauschend anhört, aber das ist ziemlich gut. Das ist ziemlich gut, ja. Also es fahren mehr Autos in der Siedlung als Leute da wohnen, eindeutig. Das ist echt der Oberhammer. Frechheit. Frechheit. Und das eigentlich nächstes Mal werden wir das absperren lassen, wenn wir ein Video machen. Ja. Wenn wir die Siedlung absperren lassen. Also muss man Bürgermeister rufen und fragen, was das soll. Was da die ganze Zeit für Radau ist. Oder Schrittgeschwindigkeit fahren. Mhm. Mich wundert es ja tatsächlich, dass jetzt gerade in der Mittagspause echt keine Rasen mäht oder sowas, gell? Ja. War vorhin, wir haben echt warten müssen mit den Aufnahmen, weil rundherum die ganze Siedlung Rasen gemäht hat und Hecken geschnitten und hat das ein Scheiß. Bei mir wächst der Rasen einfach bis unter die Achseln. Gut, machst du weiter, ich mach nochmal ein Nickerchen. Infiltrator-Vox-Anlage, solange diese Einheit ein Modell mit einer Infiltrator-Vox-Anlage hat, oder Laternenmodelle auf dem Schlachtfeld befinden, gilt diese Einheit immer als ein Reihenwerter. Ach, okay, die haben einen Funker dabei und gelten immer in Reichweite für Phobos Captain und Phobos Leutnant, also der Schleichkapitän und der Schleichlieutenant, für Riten der Schlacht und taktische Präzision, also Einsen bei Trefferwurf und Einsen für Verwundungen wiederholen. Das heißt, die müssen nicht direkt nebeneinander stehen. Das ist ja praktisch. Ja, ich finde die überhaupt ziemlich krass. Also allein schon, dass die halt infiltrieren können und den Omni-Störer dabei haben, das finde ich echt schon heftig. Also sind aber nicht billig, kostet einer 22 Punkte. Okay. Ja, und du musst einen 5er Trupp spielen, oder wie? Ja. Der Trupp besteht aus 4 und einem Chef. Also 110 Punkte. Weil hier hinten steht, der Infiltrator kostet 22 Punkte und einer kann ein Helix-Adept sein, da kommen wir jetzt gleich dazu, 32 Punkte. Helix-Adept ist dann wahrscheinlich irgendwie so ein Heilmensch. Schauen wir mal kurz, Helix. Am Ende der Bewegungsgang der Infiltrator Helix-Adept, diese Einheit, die Einheit medizinisch versorgen, wenn diese Einheit der Lebens... Aber wenn man sagt, 5er-Trupp ungefähr 110 Punkte, dreimal so 5er-Trupps für ungefähr 330 Punkte. Kammer ist schon sehr teuer, aber man kann schon extrem viel halt gegen Schocken und so weiter abschirmen. Das ist schon nicht ohne. Also der Helix Adept ist tatsächlich so ein kleiner Apothekarius, der kann auf 5 plus Modelle heilen oder wenn eins gestorben ist und kein anderer einen Lebenspunkt verloren hat, in einer bekommt ein Modell mit einem Lebenspunkt wieder zurück. Mhm. Genau. Ja, weiß ich nicht, ob das die Punkte wert ist. Aber die können auch Rauchgranaten haben und bei denen ist sehr sinnvoll, die können das einmal pro Schlacht zünden. Ne? Also infiltriere es nach vorne, zünde die Rauchgranate und dann habe ich minus 1 auf Trefferwürfe auf die Einheit. Das ist ziemlich gut. Ich finde das sehr gut. Aber 22 Punkte ist natürlich auch deftig. Muss man schauen. Jetzt kommen wir zum Incursor Squad, das habe ich noch nie gehört, ist das dann auch was Neues? Ja, das ist auch neu aus der Schattenspeerbox, glaube ich, sind die auch. Sind auch Primaris. Mhm. 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 Ja, 2 Leben, ja.
die haben auch wieder, die kann man als Kampftrupp spielen, also auch wieder 10er Squad aufteilen auf 2 5er. Die haben wieder die versteckte Position, das heißt, dass sie infiltrieren können. Das heißt auch Schleichrüstung? Die haben auch wieder die, nein, nicht auch wieder, die haben einen Multi jetzt, ich habe das T nicht gesehen, ich sage nicht so gut. Multispektraler Auspex-Apparat haben die. Das heißt, wenn du eine Attacke mit einer Fernkampfwaffe eines Modells dieser Einheit abhandelst, ignoriere Modifikatoren auf den Trefferwurf und auf die ballistische Fertigkeit. Gut gegen Elder, oder? Das ist gut. Jetzt, hat das jeder? In Cursor Squad, ja. Multispektraler Auspex-Apparat. Muss man oben lesen, ob da jeder ausgerüstet ist, oder... Kann man scheinbar dazu kaufen, ha? Na, haben's. Also irgendwie steht in der Ausrüstungsliste nicht, dass sie es dabei haben. Ich kann es aber auch nicht kaufen. Dann sehe ich das wie eine Sonderregel, dass sie es haben. Jeder dann wahrscheinlich, genau. Haben auch Rauchgranaten, gut, hast du die im Genau, Rauchgranaten, die haben Standardbewaffnung, ist das Oculus, ist der Oculus Bolt Karabiner, das ist ein normaler Bolter, der aber Deckung ignoriert. Mhm. Ja, ist okay. Hast du die Impulssprengladung gelesen, oder? Nein. Achso, da habe ich, dachte. Also, die haben eine Impulssprengladung, einen Cursor kann zusätzlich eine Impulssprengladung haben. So, was macht die? In deiner Bewegungsphase kann ein einzelnes Modell deiner Armee, das eine Impulssprengladung hat, die noch nicht scharf gemacht wurde, diese scharf machen. Ich muss das kurz lesen und dann sage ich, was das ist. Gut, macht dann verzeih dabei was. Ich hab nämlich gedacht, du liest es durch, während dir die Kampftrupps und den uninteressanten Scheiß verzeih. Ja, genau, aber der multispektrale Auspex-Apparat finde ich sehr interessant. Und so wie das ausschaut, hat das jeder wie so eine Sonderregel, weil das nichts in die Ausrüstung steht. Und das ist natürlich gegen manche Armeen schon extrem gut, wenn man halt einfach keine Abzüge auftreffen kann. Okay, also ich kann diese Impuls, wie heißt Impulssprengladung, die können Minen legen. Steht jetzt genau drin, wie das funktioniert. Also innerhalb von 1 Zoll um das Modell. Weiter entfernt als 3 Zoll von feindlichen und weiter entfernt von 6 Zoll zu anderen Sprengladungen. Mhm. Und ich kann das in deiner Bewegungsphase kann ich das legen. Also ich kann anscheinend jede Runde eins legen. Und wenn der Gegner, also ich stelle dann ein Modell hin, das diese okay. Sprengladung repräsentiert. Wenn der Gegner hingeht, dann 3 Zoll gibt es bei auf die 2 Plus gibt es W3 tödliche Wunden. Bei 2 Plus gibt es auf die Nuss. Das ist tatsächlich gar nicht schlecht. Ich kann halt praktisch was verminen. W3 plus eine tödliche Verwundung. Beim Fahrzeug. Achso, ah ja, so, genau. Bei normalen Einheiten W3. Es ist jetzt, also... es ist jetzt nicht der Wahnsinn, aber ich kann halt, gerade weißt du, wenn ich irgendwo habe, wo zum Beispiel zwei große Geländestücke und nur da kann man durchgehen, wenn ich jetzt da Sprengladungen reinlege, ist jetzt nicht blöd. Mhm. Zum Beispiel. Was kostet denn da einer? In Cursor Squad. Ja, in Cursor, neu. 19 Punkte. Also Primaris Marine, der infiltrieren kann. Keine Abzüge auf Trefferwürfe. Für 19 Punkte. Ja, dieses Multispektral-Auspex-Gerät, ich weiß nicht, ob der Trupp das hat. Anscheinend ist das eine Sonderregel davon. Das ist eine Sonderregel, weil ja. Das steht nirgends mit dabei, dass man sich das... Ja, es steht halt dabei, wenn du eine Attacke mit einer Fernkampfwaffe eines Modells dieser Einheit abhandelst. Ja, genau. Also die haben das dabei. Das ist ziemlich cool. Mhm. Das heißt, Harlequin-Jetbikes, es gibt noch Tomblades, alles, was so minus 1 dabei hat und rumfliegt. Ich meine, die haben nur einen Bolter dabei, muss also, also auf Elderflieger schießen, naja, weil passiert... Ja, halt aber auf andere Aleitok-Schichten, die weiter weg sind. Genau, so. Also das ist halt auf Elder Rangers und so weiter, kann ja ziemlich gut, also das ist tatsächlich ziemlich cool und für 19 Punkte finde ich das ist nicht schlecht. Mhm. Ja, die guten Space Marines, die Scouts. Die eigentlich alles genauso können, bloß eine schlechte Rüstung anhaben, ja, oder? Richtig. Genau, die laufen dann, das ist also krass, ich bin jetzt so Scout, ich ziehe gar kein Hemd mehr, ich laufe mit dem T-Shirt rum,
weil gerade auf dem Bild zeigt, dass da ein Modell ist mit armfrei. Das ist natürlich der da, der nicht einmal mehr, der kommt mit dem T-Shirt. Ist aber der, wo den schweren Bolter Und trägt. Schulterpanzer hat er auch. Der kann sich ja sonst gar nicht richtig bewegen. Der hat nur Na, schauen wir, Schulterpanzer. der Scout kostet jetzt 11 Punkte, der taktische Marine kostet 12 Punkte. Der Intercessor, also der normale, Primaris kostet 17 Punkte. Also da ist ein großer Sprung zwischen normalen Marine und Intercessor. Der Incursor, also der infiltrierende Primaris, kostet 19. Und der Infiltrator kostet dann 22. Also den Infiltrator für 22 finde ich schon mächtig teuer. Aha. Aber ja, wird sich herausstellen, ob immer nur noch Scouts gespielt werden oder ob jetzt mehr Space Marines kommen. Also Scouts können natürlich Tarnmäntel kaufen, die können auch infiltrieren, also sie am Feld platzieren, irgendwo 9 Zoll von feindlichen Einheiten entfernen. Kampftrupps, die können einen Raketenwerfer haben, Scharfschützengewehre und einen schweren Bolter im Trupp. Was ziemlich cool ist, weil man normal immer einen Raketenwerfer oder einen schweren Bolter mitnimmt, um mit dem schweren Bolter Mortal Wounds zu schießen mit einem Stratagem oder mit dem Raketenwerfer auf Flugzeuge zu schießen mit Mortal Wounds. Das ist ziemlich sinnvoll. Ansonsten sind Scouts absolut spitze. Das ist echt total Was ist irre. los? Das ist Also total wir sind irre. hier in der Wohnsiedlung, so beruhigter Verkehrsbereich. Ja, 30 Ja. Zone und es ist echt der Hammer, was da rumfährt. Gut, also Scouts, sehr gute Einheit. Dann kommen wir jetzt zu der Eliteabteilung der Elite-Armee Space Marines. Die Elite. Da ist das erste, ist der Primaris Apothecary. Das ist der, das Natetikum dabei, das ist quasi der Painboy der Space Marines, oder? Richtig, der kann ein Modell in der Einheit heilen, das einen Lebenspunkt verloren hat, oder eins wieder zum Leben erwecken, wenn kein anderes da ist, das was verloren hat. Und zwar macht er das am Ende der Bewegungsphase und ich muss was würfeln. Auf die 4 plus macht er das. Und wenn das fehlschlägt, darf er sonst nichts mehr machen, die ganze Runde, weil er dann irgendwie beschäftigt ist. Ja, weil er halt dann voll den Stress hat einfach. Ja, also ich finde das Modell fantastisch, aber der kostet, ich glaube, 25 Euro und als Deathwatch kostet er 32 Euro. Und das war echt so, ich habe mir das angeschaut und habe mir gedacht, ein Modell für 32 Euro. Also das ist wirklich diese GW-Preispolitik hin oder her. Wird viel geschimpft. Es hat alles irgendwo seine Berechtigung wahrscheinlich, aber die kleinen einzelnen Charaktermodelle, sei es Marines oder Orks oder Elder, also so einzelne kleine Infanterie-Charaktermodelle, sind einfach wirklich meiner Meinung nach viel zu teuer. Ja. Das ist eine Frechheit. Wenn jetzt für so ein Backel was zahlen muss, ja, es ist alles teuer geworden, ja, aber die sind echt, also das ist so drüber. Für so ein Einzel-Mini-Modell. Ja. Da muss ich gleich alle moderieren, weil ich mich so aufregen muss. Genau, also Oh, jetzt habe ich Pfeifen auf dem der Kopf. kann heilen. Ansonsten ist er auch ein Primaris Space Marine Charaktermodell, das heißt 5 Lebenspunkte, 4 Attacken, hat normale Space Marine Rüstung an. Und hat eine Absolver-Boltpistole. Es ist wieder dieser eine Schuss schwerer Bolter. Genau. Dann gibt es natürlich den auch in Nicht-Primaris. Das heißt, er ist ein normaler Space Marine. Das heißt, ein bisschen weniger Lebenspunkte. Ansonsten macht er genau das Gleiche. Dann gibt es den Primaris Ancient. Also der ist alt. Das ist ein Primaris, also 5 Lebenspunkte, weil es ja ein Charaktermodell ist. Der hat ein Boltgewehr und ansonsten Space Marine Ausrüstung. Und was macht den besonders? Das ist der Standartenträger. Was macht denn die Standard? Lässt die Der einfach hat irgendwas ein, wiederholen? genau, das ist ja praktisch der Linchpin der aktuell gespielten Space Marine Armeen. Das ist immer der wo alle nochmal schießen lässt. Ah, okay. Genau, also der hat das Astartes Banner. Der steht quasi auch nur mit dem Captain und dem Leutnant beieinander in der Ballerburg, oder? So dieses ist Genau. das typische Ding. Und also das Astartes Banner macht addiere 1 zum Moralwert von Ordenseinheiten, solange sie sich innerhalb von 6 Zoll um befreundete Orden Ancients befinden. Wenn ein Orden Infanterie oder Orden Bike, also Orden ist immer dann repräsentiert, das ist dieses Keyword.
oder Bike-Modell innerhalb von 6 Zoll um ein befreundetes Engine-Modell zerstört wird. Wirf einen W6, bevor das Modell aus dem Spiel entfernt. Bei 4 plus kann das Modell entweder wie in der Fernkampfphase mit seiner Fernkampfwaffe schießen oder wie in der Nahkampfphase mit einer seiner Nahkampfwaffen eine einzelne Attacke durchführen. Und wir hatten einmal einen Battle Report, da haben wir ja das durchdiskutiert, weil die Harlequins haben eine ähnliche Fähigkeit. Und was da, wenn du in der Nahkampfphase stirbst, könntest du theoretisch direkt schießen, nur wenn du nicht innerhalb von 1 Zoll bist. Ja, aber das haben wir, das war ja geklärt, sie können nicht schießen, sie können nur Nahkampfattacken machen. Also es ist echt irre, was da los ist. Nur dazu, der eine ist jetzt da halt schon das dritte Mal vorbeigefahren. Lauter Idioten, echt. Ich hasse alle Autofahrer, außer ich fahre selber. Aber kannst du in der Nahkampfphase, wenn jetzt ein Modell stirbt, das nicht im Nahkampf ist, schießen? Ja. Weil es ja nicht innerhalb von 1 Zoll ist. Ach so, das kann sein. Aber bei uns war es ja so, du warst ja im Nahkampf. Genau, ich war im Nahkampf und dann kann ich nur. Das war Bullshit. Genau, dann kann ich nur zuschlagen. Hm, das war krass. Und das, von diesem Banner gibt es natürlich ein Relikt. Standard of the Emperor Ascendant, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, und das macht, dass du besser zurückschießt. Das wurde aber geändert, aber da kommen wir dann bei den Relikte dazu. Genau, also in dem anderen Codex Review. Genau. Der macht auf alle Fälle, dass die Einheiten zurückschießen auf die 4 Plus. Mhm. Oder zurückschlagen. Genau. Schießen oder schlagen. Dann gibt es den Company Ancient. Das ist das gleiche in nicht primaris. Company Ancient. Dann gibt es einen Company Champion. Das ist ein nicht-primäres Charaktermodell, 4 Leben, 4 Attacken. Ein Company-Champion, ist das dann ein Ork oder was? Genau. Wenn es ein Champion ist? Genau, der hat ein meisterhaftes Energie-Sword. Ich bin halt leider nicht so mehr fähig, als dumme Kommentare zu machen, weil ich kann gar nicht reinschauen in den Codex. Der hat Ehre oder Tod. Ah, das ist doch so. Also der super. Muss immer heroisch intervenieren. Dann kann er ein Parierschild kaufen für ein 5 plus Rettung, dann hat er kriegerische Überlegenheit. Er ist ein überragender Zweikämpfer. Das heißt, wenn eine Attacke mit einer Nahkampfwaffe dieses Modell gegen ein Charaktermodell Einheit abhandelt, kannst du den Trefferwurf wiederholen und den Verwundungswurf wiederholen. Das ist aber gut. Und kriegerische Überlegenheit, er schlägt immer zuerst zu. Selbst wenn er nicht angegriffen hat. Das ist gut. Ja, das ist schon echt okay. Eben zusammen mit Kombination von kriegerischer Überlegenheit und überragender Zweikämpfer ist es auch ganz okay, wenn der rein intervenieren muss. Ja, das ist praktisch so ein Emperor's Champion für Arme. Hat es früher nicht einmal gegeben, diese Pflicht, Charaktermodell, Pflicht? Ja, das hat es früher gegeben bei Herausforderungen aussprechen. Genau. Und dann hat es doch welche gegeben, die haben Herausforderungen aussprechen müssen. Müssen, genau. Oh, das war eine Scheiße mit der Herausforderung. Das, oh, also für alle, die das nicht mehr kennen, seid froh. Das war, wenn dann irgendwie am Ende zweier Trupps im Nahkampf irgendwelche Charaktermodelle, weil die waren ja mit angeschlossen, gell? Ja, ja. Und dann haben wir die einfach irgendwie zusammengestellt, dann haben wir es gar nicht platzieren können. Das war eigentlich totaler Bullshit immer. Ja, ja, dann hast du ganz aufpassen müssen, wenn es zuerst da. Ja. Ist egal. Seien wir froh, dass wir in der 8. sind. Dann gibt es die Company-Veteranen. Veterans, Company-Veterans. Sagen quasi die Alten. Genau, die haben. Alten Diven. Die haben, das ist ein normales Space Marines, kein Primaris, haben aber 2 Attacken, weil es schon so alt sind. Ab wann ist man eigentlich bei den Marines so Veteran? Ich glaube, es geht so los ab 150 Jahren. Und ab wann ist man dann in der Marine-Rente? Ja, die gibt's nicht. Gibt's nicht, gell? Na, also. Stirbst halt dann irgendwann. Das ist echt scheiße. Die haben die eigentlich, was hat der Space Marine für Steuerklasse? Ja, gar keine, weil der muss keine Steuern zahlen. Ah, stimmt. Der, Dafür bekommt er aber auch keinen Sold. Ja, er kämpft nur für Ehre. Genau. Für den Imperator. Richtig, außerdem auf den Welten, da wo die wohnen, kannst du eh nichts kaufen. Wie sind eigentlich, Entschuldigung, jetzt muss ich nochmal kurz abschweifen, weil das gehört bei uns dazu. wenn man diese Bücher liest, die Romane, heißt ja oft, sie schlagen das Zeichen der Aquila oder so. Die Aquila ist doch dieser zweiköpfige Adler. Ja, ist richtig. Und wie zeigt man sich dann das Zeichen? Ist es dann so,
wie macht man das, wenn sie die begrüßen mit dem Zeichen der Aquila und so? Das frage ich mir manchmal, wenn ich das Buch lese. Weißt du, mache ich dann so. Ja, wenn, dann mache ich es so. Also das ist dann, okay. Ja gut, nur, dass ich mir das nächste Mal, weil man liest doch dann stellt man sich das so bildlich vor. Ja. Vielleicht wird man das mal sehen, wenn diese, es gibt doch jetzt tatsächlich, soll doch irgendeine Space Marine Serie kommen oder irgendwas. Noch nichts gesehen? Mm-mm. Oh ja, da kennt ihr euch bestimmt auch wieder besser aus wie wir jetzt. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich glaube tatsächlich, dass es eine Serie in Planung ist jetzt. Okay, also cool. Ernsthaft. Und es wäre natürlich cool, wenn man das dann mal sieht, wie sich die gegenseitig mit dem Zeichen der Aquila begrüßen. Wahrscheinlich oder so. Geben sie sich einfach nur die Hand. Na so, aber dann schlagen sie ein. So, zack, 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 zack. Geil. Also Kompanie-Veteranen, das sind die, die man sehr viel gesehen hat. Erstens, weil die ein Sturmschild nehmen können und weil dann haben sie noch eine Sonderregel, die sind ein Command, das ist auch geil. Also die Sonderregel heißt, das ist fantastisch, Command Squad Leibwache. Aha, Command Squad Leibwache. Was ist denn eine Leibwache auf Englisch? D8. D8, ja. D8. Command Squad Leibwache. Also ich finde dieses Denglisch in den Kodexen finde ich schon sehr gut. Also das ist, wenn ein Charaktermodell neben denen steht und einen Lebenspunkt verliert, auf 2+ verliert dann der Company-Veteran anstatt dem Charaktermodell das Leben. Genau. Command Squad. Ansonsten kann ich die Company-Veteran ziemlich heftig ausrüsten mit der kompletten Liste der Nahkampfwaffen, Kombiwaffen und so weiter. Und die können Schilde haben, das heißt, ich kann Company-Veteranen mit Schilde und Sturmbolter zum Beispiel ausrüsten, was sehr beliebt war. Mhm. Oder Sturmschild und Kombi-Plasma oder irgendwie so. Okay. Was ziemlich cool ist, vor allem in Verbindung mit den neuen Drop-Pods sehr interessant ist. Genau. Mal schauen, also, ob wir so weit überhaupt noch kämmern. Ja. Dann jederseits beliebte Servitor sind diese kleinen Helferlein von den Tech Marines. Und wenn die neben den Tech Marines stehen, dann schießen sie besser, weil sonst treffen sie nur auf die 5+ und die helfen. Ah, das gibt's gar nicht. Die helfen, glaube ich, gar nicht mehr beim Reparieren. Ja, weil die sind ja lobotomisiert. Genau. Nein, Kampfgeschick und ballistische Fertigkeit, genau, wird dann besser. Genau, wenn sie. Und der Moralwert. Wenn sie neben dem Tech Marine stehen. Mhm, genau. 6 Zoll. Die können eine Multimelter, Plasmakanone oder schwerer Bolter haben und der Standard hat nur einen Servoarm. Ein Servusarm. Servus. Genau. Dann gibt es den Ancient in Terminator-Rüstung. Den Ancient haben wir ja vorher schon gehabt. Das ist wieder dieses Komische, dass das, also den Primaris Ancient und den Company Ancient, das ist der mit dem Banner zur Erinnerung, der taucht jetzt 2 Seiten später auf, auch in Terminator-Rüstung. Mhm. Ich weiß nicht, dass man das nicht nebeneinander schreiben kann. Das ist doch nicht so schwierig. Also da muss man jetzt schon mal wirklich eine Kritik üben, tatsächlich. Es ist echt schade, dass er ein bisschen unaufgeräumt wirkt, der Kodex. Ja. Also bei den Einheiten jetzt. Wir haben noch nicht mehr gesehen, aber die Einheitenverteilung wirkt doch tatsächlich sehr unaufgeräumt. Es ist irgendwie unübersichtlich. Wenn ich sage, wow, ich suche mir jetzt irgendeine Librarian aus, dann kämen zwei, dann kommt wieder Captain, dann kommt wieder da was, dann wieder da. Das ist Quatsch, das ist komisch. Quatsch mit Soße. Genau, also der Ancient in Terminator-Rüstung hat eine E-Faust und Sturmbolter und kann natürlich das Banner. Und er kann natürlich schocken, weil er Terminator-Rüstung anhat und ist dementsprechend auch kein Primaris. Mhm. Dann kommen wir jetzt tatsächlich zur ersten Elite-Einheit. Das waren ja jetzt nur so lustige Typen. Das ist der allseits beliebte Terminator-Trupp. Yeah! Terminatoren! Und? Kann man es wieder spielen inzwischen? Schauen wir mal auf die Punkte. Also aber man Death hat doch jetzt wieder mehr Termis gesehen, oder? Ja, in der Deathwatch. Deathwatch-Termin. In der Deathwatch sind die Terminatoren sehr beliebt. Der Terminator OPQRST Terminator Squad kostet einer 23 Punkte. Der normale Space Marine kostet 12 Punkte, das heißt, er kostet doppelt so viel wie der normale Space Marine für das, dass er langsam ist und eine 2+ Rüstung hat. Aber dafür hat er einen coolen Helm auf. Ja, also Terminatoren sehen cool aus, da gibt es überhaupt nichts. Ich weiß nicht, kennst du noch die alten Terminatoren, die das Gelenk bei der Hüfte gehabt haben, die nur so gemacht haben? Reicht ja. Die waren geil. Reicht doch. Ja, ich weiß nicht. Also der normale Terminator hat eine E-Faust und einen Sturmbolter. Sind nicht ganz billig, die können schocken und haben eine 5+ Rettung durch das Crux Terminatus.
Können natürlich Kampftrupps bilden, wenn es ein Zehnertrupp ist. Zehnertrupp-Terminatoren habe ich Boah, schon lange nicht krass, mehr gesehen. ich bin jetzt gerade wieder so ein bisschen abgeschweift und habe da so ein bisschen rübergeschaut. Und dann ist mir eine hammergeile Modellidee in den Kopf gekommen. Ja. Es gibt doch die Grey Knights haben doch dieses Modell, glaube ich, da wo ein Marine in so einem Cybot drin hängt. Oder? Ja, der Baby Carrier. Ja, und das war doch geil. Du machst sowas, der Marine hängt im Cybot und der Cybot hängt aber dann in einem Imperial Knight drin. So. Das gibt es schon lange. Echt? Ja, na klar. Es Ah, gibt sogar ein Space Marines, hängt im Dreadnought, hängt im Ritter, hängt im Titan. geil, das habe ich noch nicht gesehen. Das ist mir jetzt gerade so das Bild in den Kopf gekommen. Ah, okay. Habe ich noch nicht gesehen. Geil. Ja. Dann gibt es die, also das, der Terminator Squad ist die Schießer-Variante. Da kann man schwere Waffen reinbauen. Einer kann eine Sturmkanone nehmen oder einen schweren Flammenwerfer. Das glaube ich, habe ich noch nie gesehen, dass das jemand macht. Oder den Raketenwerfer auf dem Rücken. Der ist gerade bei der Deathwatch sehr beliebt, weil das ziemlich heftig ist. Aber nicht ganz günstig. Die haben jetzt auch mit die Bolter ganz gut dabei, oder? Genau, da hat jeder einen Sturmbolter. Das heißt, ich habe Ein Widersturm. massig viel Schuss. Und da sie Terminator sind, profitieren sie von der Bolterdisziplin-Regel immer. Auch wenn es Sturmbolter sind. Auch wenn Sturmbolter sind, weil der Sturmbolter ist, Vorsicht, eine Schnellfeuerwaffe. Das ist etwas verwirrend. Ach so, ah, okay. Ja, Das ist keine Sturmwaffe, der es ist nur Sturmbolter ist, wie der Sturm. Name schon sagt, keine Sturmwaffe. Verständlich. Ja, das ist cool. Genau. Dann gibt es natürlich den Terminator Assault Squad, das ist das gleiche, kostet gleich viel Punkte, aber die haben nur Nahkampfwaffen. Das heißt, wie hat der Patrick mal gesagt, Hammer- und Sichelterminatoren. Ja, die stürmen dann mit einer unglaublichen Geschwindigkeit von 5 Zoll nach vorne. Ja, richtig. Aber ich kann es reinschocken. Und nachdem es dann vielleicht den 9 Zoll Angriff erwürfelt haben, schlang es tatsächlich heftig was tot und dann da gehen alle weg und dann stehen sie halt rum. Die bräuchten halt einfach eine besondere Schockregel. Weißt du, beim also Angriffe wiederholen, Ja. plus 1 auf den Angriff. Oder sie dürfen, super Regel, sie ist die einzige Einheit, die auf 8 Zoll ranschocken darf. Also, das mit näher hinschocken nicht, aber das den Charge besser schaffen, zu dem kommen wir noch. Zu dem Ah! kommen wir noch. Also, wenn man unbedingt will, die kommen in Nahkampf. Als hätte ich den Kodex schon gelesen. Also, wiederholbarer 5 Zoll Charge ist auf alle Fälle drin. Genau, also die können die ganzen Terminator-Nahkampfwaffenoptionen wählen, also Hammer und Schild, Krallen, E-Faust. Das glaube ich war's. Die sind ja nicht wie Chaos-Terminatoren, also die haben ja die coolen Auswahlen. Keine Ahnung. Dann kommen wir zu den Kataphracti-Terminator Squad und die haben bloß einen 4 Zoll bewegen. Und das stelle ich mir gerade so das Bild vor, wie die alle so in der Schlacht rumlaufen und auf einmal der Termi, so der Kataphracti-Termi, so da hingeht und auf einmal geht so eine alte Frau in so einem Rollator neben ihrem vorbei und sagt: Ja, also Terminatoren im Fluff sind ja super heftig. Die gingen ja einfach so durch den Gegner durch und quetschen die ja schon tot mit der riesigen Masse. Aber halt gemächlich. Ja, schon. Früher hat es geheißen, slow and purposeful. Langsam und entschlossen. Okay. Genau. Also die können natürlich auch schocken, weil es Terminatoren Kataphrakti ist wieder. Zu helfen nicht heute. Genau, die haben einen 4 plus Rettungswurf von Haus aus, sind dafür natürlich langsamer. Mit diesen neuen Litaneien und dem besseren Charge, jetzt ist die Frage, was kostet der mehr, der Kataphrakti? Kataphrakti ist so diese 40k-Einheit eigentlich. Ah ja, die haben nur die alten Rüstungen, oder wie? Genau, der kostet 3 Punkte mehr für eins besser Rettungswurf. Ist doch okay, finde ich. Ja, finde ich auch Also. okay. Und die Bewegung, ja, mein 4 Zoll Bewegung. Ja. Das Problem ist halt immer bei der Waffenauswahl, weil wenn ich einen Terminator will, nehmen, dann will ich eigentlich
einen Hammer haben. Und wenn ihr Hammer-Schild-Option habt, dann habe ich sowieso eine 3 plus Rettung. Warum nehme ich dann die Kataphrakti-Rüstung? Das widerspricht sie ein bisschen. Was halt echt da immer schon also ein Riesenproblem bei den Terminatoren ist, dass man die halt einfach so dieses Übel absehen kann, die schocken mal irgendwo hin, hauen dann vielleicht auch einmal irgendwo zu, aber dann stängern sie halt oft sehr alleine irgendwo blöd auf der Platte Ja. oder sowas und machen halt dann nichts Außer mehr. natürlich die Defra-Terminatoren, weil die einen Motarion schützen. Ja, aber ein Motorrad spielt ja auch kein Mensch. Und super heftig, krass, ekelhaft zäh sind. Dann kommen wir noch zu den Tartaros-Terminatoren. Da schaue ich gerade, was die kosten. Das sind die, Tata. die weiterlaufen. Also die gehen 6 Zoll weit, haben 2 plus Rüstung. Tartaros kostet auch 23 Was? Punkte. Wieso sind die so schnell? Die gehen 6 Zoll weit. Das sind diese komischen runden Terminatoren, die haben so runde Rüstungen. So ähnlich wie, sehen aus wie kleine Terminator-Squad. Kontemptoren. Die Aha. haben auch 5 plus Rettung, können natürlich auch schocken. Was ist der Haken? Und sind nicht teurer als der normale Drop. Wieso soll ich dann den normalen Drop kaufen? Sag mal, nochmal, blätter mal um. KGBF, Stärke, Widerstand, alles. Alles gleich. Attacken gleich, Lebenspunkte Alles. gleich. Die Bewegung ist 6 Zoll und vor allem es kostet nicht mehr Punkte. Also das ist komisch. Ich habe halt nicht. Bewaffnungen. Ist sogar besser, weil ich nämlich Kombiwaffen nehmen kann, was fantastisch ist. Teleportangriff, Teleportpeilsender. Teleportangriff, Kampf zu Peilsender haben es keinen. Ja. Krux-Terminator, 5er Rettungswurf. Und keine Option auf dem Sturmschild. Wie die normalen Terminatoren auch. Also ist komisch. Und was halt cool ist, ich schaue jetzt gerade, ich kann. Vielleicht wollen es von denen mehr verkaufen, von den Kann Tartarus-Terminatoren. sein. Also ich habe keine Option auf Hammer und Schild. Und einer kann eine schwere Waffe haben, die können auch diese Schnittermaschinenkanone haben, wie die Chaos Space Marines. Und haben ein bisschen andere Waffenoptionen. Ja, verstehe ich nicht ganz, aber Terminatoren mit 6 Zoll Bewegung ist cool. Dann kommen wir zu den Vanguard-Veteranen. Das sind die normalen Space Marines mit Sprungmodule, wo der ganze Trupp Sprungmodule hat und sie komplett mit Nahkampfwaffen ausrüsten können. Das sind Veteranen, deswegen haben sie eine Attacke mehr. Das hat jeder zwei Attacken. Und ich habe Zugriff auf die komplette Nahkampfwaffenliste. Also Energieklauen, Energiehelmer, Sturmschilde, was gibt es noch? Plasmapistolen. Ich kann jedem im Trupp eine Plasmapistole geben, zum Beispiel, wenn ich das machen will. Also die kann man heftig ausrüsten, sind aber dann natürlich auch nicht ganz billig. Dann Sternguard-Veteranen. Sehr cool, gerade in Verbindung mit Landungskapseln. Das sind auch, wie der Name schon sagt, Veteranen. Das ist praktisch das. Die Vanguard-Veteranen sind die Nahkampf-Veteranen und die Sternguards sind die Baller-Veteranen. Deswegen auch kein Sprungmodul und bloß 6 Zoll Genau, Bewegung. die bewegen sich ganz normal, sind normale Space Marines und ich kann die halt beschussmäßig, spezialwaffenmäßig übelst krass ausrüsten. Ich kann jedem ein Kombi-Bolter geben, also Kombi-Plasma, Kombi-Melter, Kombi-Flammenwerfer, sonst irgendwie irgendwas. Dann kann ich natürlich schwere Waffen reinbauen in den Trupp. Die haben Kampftrupps. Und die haben Spezialbolter mit 30 Zoll Schnellfeuer. Und genau, und zwar schießt der Spezialbolter Stärke 4 minus 2 auf 30 Zoll. Das ist Oh heftig. ja. Das ist Wie viel richtig Schaden? Ein plus, eins. aber minus zwei. Aber Bolter mit Durchschlag 2 ist ziemlich heftig. Mal schauen, was der Sterngard-Veteran kostet. Ein Sterngeurt-Veteran. Ein Sterngard, der deinen Namen trägt. Kostet 2 Punkte mehr wie der normale Space Marine. Spaß, Marie. Cool, also Sterngard-Veteran, gerade in Verbindung mit Landungskapseln, glaube ich, können ziemlich cool sein. Dann haben wir den Dreadnought. Dreadnought. Dreht, naugt, nugget. Also das ist Dread. der Cybot. Judge Dreadnought. Früher hat er mal Cybot geheißen. Ich habe lange nicht gewusst, dass das Wort Cybot in England oder in der englischsprachigen Welt nicht bekannt ist. Weil er da immer schon Dreadnought heißt und
Ich habe in meinem Foto mal das geschrieben, irgendwas über Cybots, und da hat mir einer zurückgeschrieben, wie das heißt bei euch Cybot. Das ist ja lustig. Okay, also der Dreadnought, der geht 6 Zoll weit. Der hat Widerstand 7, 8 Lebenspunkte und 4 Attacken und eine 3 plus Rüstung. Und der ist bewaffnet mit der Nahkampfwaffe, mit einem Sturmbolter unten dran und der Sturmkanone. Und dem kann ich den Sturmbolter gegen einen Flammenwerfer tauschen. Und dann kann ich ihn entweder als Dacker-Variante spielen mit Raketenwerfer, Doppel-Laserkanone. Oder was kann ich noch drauf bauen? Einen schweren Flammenwerfer. Flammenwerfer ist unter der Faust. Genau, das sind die Optionen. Der kann explodieren, weil er ein Fahrzeug ist. Und der hat einen Nebelwerfer, dass er eins schlechter getroffen wird. Das kann er einschalten, anstatt zu schießen. Genau. So viel zum Cybot. Cybots sind nicht teuer. Ich sage immer nur Cybot, das ist genau wie Illums Haar. Wie viel Cybots gibt es da wieder verschiedene, dass man jetzt da... Der Dreadnought kostet im Grundding 60 und dann muss man das Zeug dazu kaufen. Ich glaube, der Cybot kostet in der Standardvariante 110 Punkte. Dreadnought, Verzeihung. Dann kommen wir jetzt zum Ironclad Dreadnought. Das ist doch der Tom hat doch da so lustige Listen auch schon gespult mit irgendwie... Ja, mit die... Neuen so Cyborg... ja, weil die Blood Angels haben ja so ganz viele verschiedene Dreadnoughts. Dreadnought. Der Ironclad ist der Unterschied, der hat Widerstand 8, was ziemlich heftig ist. Dreadnought oder Cyborg mit Widerstand 8... Also ich finde, Widerstand 8 ist halt immer so eine heftige Hausnummer. Ultra C Widerstand 8. Ja. Bei wem hat man das noch? Beim Blackbird-Crawler. Blackbird-Crawler. Leviathan. Mhm. Cybots. Dreadnoughts. Dreadnought. Also Widerstand 8 wird halt immer ekelhaft. Ja, das merkt man schon, dass es das echt was ausmacht von 7 auf 8 einfach. Genau, weil die ganzen Stärke 4 Waffen, die halt rumlaufen, nur noch auf die 6 verwunden und so. Mhm. Und der Ironclad ist ausgerüstet mit einem Melter, Sturmbolter, Dreadnought Nahkampfwaffe und dem seismischen Hammer. Der seismische Hammer schlägt noch heftiger zu. Mhm. Und zwar doppelte Stärke, minus 4 und 5 Schaden fest. Krass, ja. Stärke 4, minus 5. Wie viel Attack? 4. Mhm. Nicht ohne. Aber er muss eins von Trefferwürfen abziehen, wenn er damit zuschlägt. Das ist halt doof. Der braucht sowas wie irgendwelche Kampfdrucken, dass er doppelt so viel Attack. Weil die normale Dreadnought Nahkampfwaffe macht eh schon minus 3 und 3 Schaden. Aber er kann eine Kettenfaust haben, das hat minus 4 und 4 Schaden fest. Das ist das, was die Konzeptoren annehmen können. Mhm. Das ist, also ich habe das gesehen bei den Konzeptoren, eine Nahkampfwaffe mit 4 Schaden fest und minus 4 ist absolut brutal. Ja. Das ist heftig. Der ist ein Zerstörer. Wenn das Modell mit 2 Nahkampfwaffen ausgerüstet ist, bekommt er, darf ich Trefferwürfe von 1 wiederholen? Das ist cool. Das finde ich ziemlich cool. Also wenn er 2 Nahkampfwaffen hat, dann schlägt er besser zu. Wenn er Trefferwürfe von 1 wiederholen darf und trifft eh schon auf die 3 plus, mit denen Sachen, der kann schon ganz schöne Watschen verteilen. Andererseits, wenn halt der Captain dahinter steht, wiederholt er halt sowieso Einsen. Mhm. Ja. Schöner wäre es, wenn er Attacke dazu bekommen würde, wenn er 2 Waffen nimmt. Das wäre cool. Naja, dann hat er einen Ironclad Sturmgranatwerfer. Wenn dieses Modell von. Nachdem er Angriffsbewegung beendet hat, achso, ja, wenn er, genau, der macht Aufpralltreffer, also bei 4 plus, wenn er den Granatwerfer hat, macht er W3 Wunden bei der Einheit, wo der reingecharged hat. Okay, der Nebelwerfer ist ein Fahrzeug und explodiert deswegen, ansonsten kann er ein bisschen noch... Genau, Nebelwerfer macht Deckung, genau. Oder? Also, also der hat ein bisschen andere Bewaffnung, der ist eher Nahkampf, baut nicht so viel Fernkampf und hat Widerstand 8, was ziemlich cool ist. Dann kommt der Venerable Dreadnought, also der... Wie hat er früher geheißen? Der eher... Ehrwürdiger Cybot. Ehrwürdiger Cybot, danke. Der trifft auf die 2 plus. Krass, oh. Und hat Widerstand 7 und 8 Lebenspunkte wie der normale, genau. Mhm. Der ist Standardausrüstung, ist Sturmkanone, Sturmbolter und Nahkampfwaffe, also wie der normale Cybot oder Dreadnought, nur dass er besser trifft.
Nebelwerfer kann explodieren und ist ein unbeugsamer Ältester. Das heißt, er ignoriert Wunden auf die 6. Gell, Tobi? Das funktioniert manchmal ziemlich gut. Der Tobi konnte es gut auf die 6 Wunden ignorieren bei Cybots. Genau, den kann ich genau ausrüsten wie den normalen Dreadnought, also entweder Dacker-Variante oder mehr Nahkampf. Dann kommt der Contemptor-Dreadnought. Das sind diese Forgeworld-Teile, die eher ein bisschen so rund sind. Der hat eins mehr Stärke von Haus aus, also Stärke 7, Widerstand 7. Aber ist das ein Forge World Modell oder was? Das Und der steht jetzt im normalen Codex, Nein, oder? den gibt es auch in Plastik. Okay. Aber bei Forge World gibt es halt die legionsspezifischen. Le Forge Würde. Genau. Der hat aber 10 Lebenspunkte. Das heißt, er hat eine Tabelle, das gibt es ja nicht. Was ist denn das für Scheißkorn? Bauernfünfer Regt mit mir der das auf. Landnummer. Der Landnummer, Bauernfünfer. 10 Lebenspunkte, das heißt, er hat eine Tabelle, das heißt, er wird schlechter. Er startet aber auch von Beginn an, dass er auf die 2 Plus trifft. Und seine Bewegung ist größer, der bewegt sich 9 Zoll, der normale Dreadnought bewegt sich nur 6 Zoll. Also 9 Zoll Bewegung ist schon gut, da kommt man einmal wohin dann. Ah, da kommt man Aber schon. ist halt echt das Problem, dass wenn er ein bisschen runterballert wird, halt einfach dann wieder auch bloß nur 6 Zoll hat, oder? Aber da Wahrscheinlich. war doch was. Bewegt sie nicht die Hellbrut 8 Zoll, also der Chaos-Cybot? Irgendwas war da. Kann Doch. sein, vielleicht wird die schneller durch das, dass die. Ist egal. Also auf alle Fälle der Contemptor, der hat Widerstand 7 und Stärke 7 von Haus aus und eine Tabelle. Genau, der wird dann schlechter irgendwann. Der ist von Haus aus bewaffnet mit Multimelter, Kombibolter und Nahkampfwaffe. Der kann eine Acheris Pattern Sturmkanone kaufen oder Multimelter. Genau. Der hat einen 5 plus Rettungswurf und kann explodieren, weil er Auto ist. Dann haben wir den dicken, den Primaris Dreadnought. Das ist der Redemptor. Der finde ich schaut cool aus. Sowas kann eigentlich die Hellbrut-Armee vertragen. Ja, So ich ein neues finde, also ich Modell. finde, die Hellbrut ist einer der hässlichsten Modelle, was es gibt. Hallo, die Füße Die schon. Füße, es ist Diese furchtbar vier Zehen, die in vier ekelhaft. Richtungen gingen. Deswegen gefallen mir auch die neuen Obliterators nicht, weil die ausschauen wie Wie kleine kleine Hellbruts. Hellbrutze, Die, ja. Ja, also, stimmt. ich weiß, dass ich da auf weiter Flur allein mit meiner Meinung bin, aber mir gefällt es trotzdem nicht. Also, der Redemptor hat Stärke, Widerstand 7 und 13 Lebenspunkte. Das ist ein Haufen Zeug, 13 Lebenspunkte. Das Gute ist ja, dass unsere Meinung keiner interessiert. Genau, aber das, durch das mit dem YouTube-Channel können wir es weit verbreiten, Auch wenn es keiner unsere interessiert. nichtssagende Meinung. Unsere Ahnungslosigkeiten. Der geht 8 Zoll weit. Das ist auch okay. Also, der kommt ein bisschen weiter, weil er längere Füße hat und der ist bewaffnet mit. Jetzt geht's los. Die Primaris Autos haben ja immer 2000 Waffen dabei. Zwei Fragmentstrom Granatwerfer, einen schweren Flammenwerfer, schwere Sturm-Gatling-Kanone und Redemptor-Faust. Haben Sie sich bei den Orks abgeschaut? Dacker, dacker, dacker. Ja. Genau, also den kann man grundsätzlich spielen mit so einer dicken, fetten Plasmakanone oder mit diesen Gatling-Kanonen, einer großen und kleinen, oder halt heftig viele Schuss. Und diese heftig viele Schussvariante, wie heißt das Ding? Sturm-Gatling-Kanone mit Schwer 6 und schwere Sturm-Gatling-Kanone mit 12 Schuss. Na, da schon 18 Schuss, dann nur zwei Sturmbolter dazu. Nochmal Schuss, also der kann heftig so. Wie ist das bei dem mit Abzüge, wenn er sich bewegt? Bei der schweren Waffe ganz normal, oder? Ja, der hat Der ganz normal Abzug drauf. Hoppala, Entschuldigung, bin ans Mikro gestoßen. Außer man spielt mit gewissen Orden und so, dann wird es Okay, leichter. okay. Gut, da kommen wir ja wieder dann im Genau, anderen da Video kommen wir mal dazu. dazu. Also das ist ein dickes Ding und der kann heftig viele Schuss rausballern. Was eigentlich ganz cool ist, weil der auch gar nicht so teuer ist. Gut, sind wir schon durch? Na, du blättest mit ausschaut. Irgendwann sind wir durch. Mit Ohren. Das ist echt krass, wie viel Zeug die Marines haben. Das ist halt echt heftig. Dass die von Leuten schon 20 Versionen. Ich glaube, ich habe es wahrscheinlich schon Der 10-mal kostet gesagt. 105 Punkte ohne Ausrüstung, der Redemptor. Also wäre er mit Ausrüstung wahrscheinlich so um die 150. Ich weiß nicht, ich sage jetzt einfach nur. So, dann kommen wir jetzt zu dem neuen, wie ich finde, super hässlichen, komischen Läufer da für die Primaris. Aber das Umschauen. ist wieder, das ist meine persönliche nichtssagende Meinung. Das Ganz schön ist kurze Beinchen hat er. so, das ist aber dieser Primaris Marine in diesem Anzug drin sitzt, der an
an der Hüfte einen schweren Bolter als Pistole so rangeschnallt hat. Es fehlt eigentlich nur noch der Cowboy-Hut obendrauf. Cowboy-Hut sind super. Ja, also das ist der Invictor Tactical Warsuit. Ja, ich weiß nicht. Ich bin gerade unentschlossen. Also ich finde es ein bisschen komisch, weil er so kurze Beinchen hat. Ich finde es super dämlich. Vor allem ist auch die Sinnhaftigkeit davon, ich setze einen Space Marine in so einen Kampfanzug und das Cockpit ist gar kein Cockpit. Das ist wie früher, diese Mähdrescher ohne Verdeck. Für was? Wieso Cockpit? Panzerglas, meinst du, weil das noch was bringt? Nein, das ist ja offen. Ja, ja, klar, aber meinst du, wenn man Cockpit was bringen hat, weil der Marine sitzt ja in seiner Servorüstung in dem Ding. Das falls das Ding angreift. Ja, aber er ist ja nicht besser geschützt. Nein, er hat ja seine Servorüstung auch. Ja. Da geht es ja bloß darum, dass er heftig einen Output hat. Ah, ich weiß nicht. Auf alle Fälle ist der Invictor, da werden wir jetzt gleich hinkommen, ist die schwere Unterstützung für die Schleichmarines. Also Phobos-Rüstung und sowas. Der ist bewaffnet mit einem Fragmentsturmgranatwerfer, mit einem schweren Bolter, das er cool so an der Hüfte hat. Einen Isendium-Kanone, zwei Eisenhagel-Maschinengewehre und eine Invictor-Faust. Was macht denn die Isendium-Kanone? Die hört sich heftiger. Isendium-Kanone, 12 Zoll, schwer 2 bis 6, Stärke 5, minus 1, ein Schaden. Der trifft automatisch, das ist ein Flammenwerfer. Flammenwerfer. 12 Zoll Flammenwerfer. Mhm. Cool. Kann das Ding schocken? Ja, das kann infiltrieren. Infiltrieren kann der? Ja. Oh. Das ist natürlich heftig. Also das ist so ein bisschen der. Das ist so ein bisschen der Ghost Keel der Space Marines. Also dieser Tau-Geistanzug groß. Ja, die Space Marines brauchen alles. Der bewegt sie auch 10 Zoll weit. Und trifft auf die 3 Plus von Haus aus. Ansonsten, das ist der Hauptarmbewaffnung. Ansonsten kann er Eisenhagel, Zwillingsmaschinenkanone, schwer 6, Stärke 7, minus 1, 2 Schaden, also Maschinenkanone. Und dann kann er all möglichen Zeugs noch haben. Und ansonsten, die Invictor-Faust ist eine ganz normale Cyber-Nahkampfwaffe. Jetzt müssen wir mal schauen, was der kostet. An und für sich finde ich den ziemlich heftig, wenn der infiltrieren kann mit dem Flammenwerfer. Mhm. Ja, ja. Also 12 Zoll, 2 bis 6 Schuss, schwerer Flammenwerfer, finde ich echt cool. Nur dazu, du musst sagen, mit dem Profil, was macht er weg? Ein Schirm, weil vorne steht ja der Schirm vom Gegner und da ist er genau richtig dafür, dass er da ran infiltriert und einfach mal dem Gegner gleich mal seinen Schirm wegbrutzelt. Der kostet 90 Punkte ohne Ausrüstung. Da würde er auch ähnlich wie ein Dreadnought kosten. Also das ist... Er hat nur in Anführungsstrichen Widerstand 6, aber 13 Lebenspunkte. Das ist heftig. 13 Lebenspunkte. Das ist so viel wie ein Redemptor. Mhm. Da geht am Redemptor aber nur bis hierher. Also das finde ich ein bisschen übertrieben. Aber anscheinend will man von dem viel verkaufen. Also ich glaube, dass der ziemlich cool sein kann, weil er eben infiltrieren kann. Und er hat schwere Nahbereichswaffe, solange diesmal innerhalb von 1 Zoll und feindliche Einheiten hat sein schwerer Bolter. Ah ja, genau, weil der schwere Bolter an seiner Hüfte ist ja wie eine Pistole und die kann er im Nahkampf, wenn er im Nahkampf ist, kann er die abschießen wie eine Pistole. Mhm. Das ist cool, also einen schweren Bolter einfach mal so in den Nahkampf reinballern. Kann man machen. Also mir gefällt das Modell überhaupt nicht, die Regeln dafür sind aber tatsächlich ziemlich, ziemlich cool. Man kann davon ausgehen, der ist jetzt richtig gut, der wird viel verkauft, der wird dann in der nächsten Regel-Update oder der nächsten Edition wahrscheinlich eine Zeit lang richtig scheiße werden dann. Und dann wieder in einem Jahr drauf wieder gut. Ja, weiß man nicht. Doch, doch, das ist immer so. Es wird bei den Drop-Pots. Das stimmt, ja. Und bei allem anderen auch. Dann kommen wir zum Reaver Squad, den kennt man ja schon, die Reaver, das sind die mit der Totenkopfmaske. Mhm. Die schauen cool aus, wobei ich es echt auch wieder total dämlich finde, dass man Marines ohne Helm in den Kampf schickt. Ja, das ist etwas, was ich noch nie verstanden habe. Das sind auch die, die diese Batman-Fanghaken dabei haben. Weißt du, warum die keine Helme aufhaben? Weil die wahrscheinlich sowieso alle schon Metallplatten drin haben. Ja, aber ich habe ja im Visier von den Helmen die ganzen da Daten. Habe ja die ganzen, also erstens das Box. Ja, die haben augmentische Augen und Ohren. Schau mal, die haben alle so Implantate im Kopf, sagst du das?
Ja, aber die Augen sind ja noch normal. Ja, aber die haben das vielleicht per Implantat, dass die das, was du, innen drin sehen. Die haben ja in der Helmanzeige, haben sie die ganzen Analysen, das mit diesem... Ja, das, und das sehen die quasi ohne Helm, weil die ja das Implantat haben, das gibt einer die Daten quasi direkt ins Hirn rein. Ich weiß nicht. Ja, du musst das einfach so hieflaffen, dass der passt. Ja. Das ist ja der Vorteil, es ist ja alles nicht echt. Leid. Es ist ja gar nicht echt. Man tut ja bloß so. Das ist doch bei Soldat James Ryan, da wo der eine so am Helm getroffen wird und dann nimmt er doch einen Helm und schaut so auf seinen Helm und dann der nächste Bumm. Ja, ja, genau, wo man Glück gehabt. Ja. Ich weiß nicht, man zeigt halt einfach einen Helm, wenn man ausgeht. Nein, aber ich sage ja, manche wissen das zwar noch nicht, aber man darf es dann nicht so genau nehmen, weil das alles gar nicht echt ist. Also doch, die kämpfen gar nicht wirklich im Weltall. Die kämpfen gar nicht wirklich im Weltall. Doch. Also das ist kein Geschichtsunterricht, das ist nur ein Spui. Also die Reaver sind bewaffnet mit Boltkarabiner, das ist die Sturmvariante mit 2 Schuss. Mhm. Komisch, den ihr Sturmgewehr hat, weniger. Die kann man aber auch bewaffnen mit der schweren Boltpistole und einem Kampfmesser. Ansonsten können die Schocken, Grafschirme heißt die Regel, dann haben sie Terrortruppen, so wie der passende Captain dazu, also -1 auf dem Moralwert, Kampftrupps und diese coolen Batman-Greifhakenwerfer, wenn sie sich damit bewegen. Wie funktioniert das? Wenn jedes Modell mit dieser Einheit einen Greifhaken weg kann, kannst du die Einheit bei der Ausstellung in hinterfeindlichen Linien statt an der Schlacht einstellen. Wieso kannst du die Einheit am Ende einer deiner Bewegungswarten vollständig innerhalb von 6 Zoll um eine beliebige Schlacht führen kann und weiter als 19 Zoll. Wenn sich ein Modell dieser Einheit mit Greifhakenwerfer in deiner Bewegungsphase bewegt, zählt Bewegung senkrecht nach oben oder unten nicht gegen die Entfernung, die dieses Modell in diesem Zug bewegen kann. Also sie können sie nach oben und unten, ohne die Bewegung zu zählen, genau, bewegen. Und du kannst vom Schlachtfeld dran 6 Zoll reingehen. Mhm. Also so praktisch wie Schocken. Das ist ein Schockding. Aber die haben ja sowieso schon Grafschirme. Wenn dieses Modell diese Einheit einen Grafschirm hat, kannst du die Einheit bei der Ausstellung in geringer Höhe bleiben. Schocken. Ja, also es geht tatsächlich eher darum, dass man sie halt in Ruinen hoch und runter bewegen kann, ohne dass man da Bewegungsabzüge bekommt. Was ja schon ganz gut ist. Das muss ich ausrüsten. Ich kann entweder Grafschirme. Also, oder. Oder, also. Das steht jetzt nicht. Ich kann es theoretisch mit Grafschirm und Greifhakenwerfer ausrüsten. Ja klar, warum nicht? Genau. Aber wenn du sagst, du magst den Greifhakenwerfer für die Ruinen, magst aber trotzdem gut schocken können, wenn es dir das wert ist, klar. Und die Reaver sind halt, glaube ich, relativ günstig. Kostet einer 16 Punkte, also das ist der günstigste Primaris bis jetzt. Mhm. So, dann kommen wir so zur Star-Einheit des Codex. Aggressor Squad. Zu den Aggressoren. Das sind die Ballerinos. Ja. Und es war ja so, dass die Aggressors ja furchtbar schlecht waren bis jetzt. Deswegen hat es dann, also mit ganz wenig Schuss, die waren sehr traurig, die Aggressors. Deswegen hat GW sie besser gemacht. Nur besser, oder was? Ja. Aggressor ist doch das Ding, was man spielt an Captain und an Leutnant oder stellt die zu einem Aggressor dazu, dass die immer Einser wiederholen dürfen überall, oder dann noch einen Bannerträger dazu, dass sowieso zweimal schießen, oder was macht der? Na, das war das mit den Hellblaster. Ah, okay. Aber mit Aggressor geht doch das auch, oder? Ja, das geht auch. Also, Aggressoren. 5 Zoll Bewegung, das sind Primaris in so dicke Anzüge. Praktisch die Centurions der Primaris. Und was machen die? Die treffen auf die 3 Plus, die haben Widerstand 5, weil sie einen dicken Anzug haben und die haben jetzt 3 Lebenspunkte, was heftig ist mit einer 3 Plus Rüstung, weil 3 Lebenspunkte ist ja immer das, gerade mit so Waffen, die 2 Lebenspunkte wegschießen. Ja, das macht extrem viel aus, diese Ritter Gatlins und so weiter, ja, zum genau. Beispiel, weil da bleibt halt der noch stehen, gell? Der frisst halt 2 Schuss. Ja. Und die Aggressoren, also es ist ein 3-Mann-Trupp und du kannst dann insgesamt 6 Mann sein und sie sind ausgerüstet mit Schnellfeuer Boltsturmfäusten und Fragmentsturmgranatwerfer. Also so, die haben so E-Fäuste mit so dicke Wummen drauf und hinten am Rücken nur so dickere Wummen. Jeder Ork wird es cool finden. Genau, die machen Fragmentsturmgranatwerfer, das ist das obendrauf macht, Sturm wie 6 Schuss Bolter und die Schnellfeuer Boltsturmfäuste machen Sturm 6 18 Zoll. Das heißt, genau, und im Nahkampf ist er E-Faust. So, jetzt schießt jeder 6 plus W6 Schuss. 6 mal 6 ist 36 und dann die anderen Schuss. Also unglaublich viel Schuss
Und die haben lustige Sonderregeln. Feuersturm, wenn diese Einheit Abwehrfeuer gibt oder gewählt wird, um zu schießen, können ihre Modelle zweimal schießen, wenn sich die Einheit in diesem Zug nicht bewegt hat. Heftig. Und was ist jetzt da besser geworden bei denen? Die dürfen das jetzt auch doppelt schießen im Abwehrfeuer. Und das haben sie davor nicht gehabt. Das haben sie davor nicht gehabt. Dann unerbittlicher Vormarsch. Modelle dieser Einheit erleiden nicht den Abzug dafür, dass sie vorrücken und Sturmwaffen abfeuern. Vorrücken und Sturmwaffen abfeuern. Schnellfeuer, Boltsturmfäuste, Sturm 6. Das heißt, Ja, die. ich find's halt von Haus aus immer schon so blöd, wenn man eh so eine heftige Schießereinheit hat, die man dann gern vielleicht irgendwie in Nahkampf nehmen würde. Und dann machen die dann so super krass Die Abwehrfeuerscheiße. Das schlagen ist aber dann heftig traummäßig. zu mit E-Fäuste. Ja, ach so, ja, dann mag ich sowieso nicht hin. Dann sind sie mir am Arsch lecker. Man kann die natürlich auch ausrüsten mit die Flammensturmfäuste. Das Zauberwort ist outrangen. Einfach outrangen. Flammensturmfäuste, und das finde ich jetzt komisch, dass das da drin steht. Da steht Reichweite 8 Zoll. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die Flammensturmfäuste Reichweite auf 12 Zoll geändert worden ist im FAQ. Kann sein. Das müssen wir jetzt nachschauen, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Weil mit 8 Zoll Reichweite ist die Waffe eher mehr. Das sind 2 bis 6 Schuss Bolter. Mit 12 Zoll ist halt heftig. Finde ich. Vor allem, wenn man es als Deathwatch spielt. Naja, also entweder kann ich Flammensturmfäuste nehmen oder diese Schnellfeuer-Boltsturmfäuste, und die schießen unendlich viel Schuss, haben 3 Lebenspunkte und dürfen immer doppelt schießen. Und es gibt eine auch Chapter Tactics, da gelten Modelle immer als stationär, auch wenn ich mich bewegt habe. Das kann ich schon mal verraten. Gut. Das macht die Sache natürlich sehr gut. Da bin ich, das ist eigentlich das, was mir jetzt, wo ich mich schon drauf freue, auf die ganzen Sonderlinien und Tactics. Das ist eigentlich das Interessante. Die Einheiten sind eigentlich total fad. Genau, also dann haben wir, das sind die Aggressoren, jetzt kommen wir zu den Zenturionen, das sind keine Primaris, das sind diese dicken Anzüge der normalen Space Marines, die momentan auch wieder beliebt sind. Früher haben sie ja alle mit Graf gespielt, heute spielt man sie mit schweren Bolter. Das ist momentan der letzte Schrei. Ja, weil sie halt einen Arsch voll Schuss haben, oder? Ja, genau. Also Stärke 5, Widerstand 5, 4 Lebenspunkte, 3 Attacken und 2 plus Rüstungswurf, also. Dafür bewegen sie die aber nur 4 Zoll. Also die sind sehr stationär. Aber die müssen normalerweise eh nicht so weit gehen. Die sind von Haus aus ausgerüstet mit 2 Flammenwerfern. Ach, Entschuldigung, das ist der Centurion Assault Squad. Ja, was hast du gesagt? Ich habe die normalen Centurions gesagt. Die gibt es ja in der Schläger- und in der Baller-Variante. Ach Das ist jetzt so. die Schläger-Variante. Die haben diese Belagerungsbohrer, und drunter ist jeweils ein Flammenwerfer, und in der Brust haben sie einen Hurricane Bolter. Und die können den Flammenwerfer tauschen gegen einen Melter. Und Hurricane Bolter, Schnellfeuer, 6 Schuss, ist es da mit der Bolterdisziplin 12 oder was? Genau. Böse. Und ich glaube, Centurions haben auch immer Bolterdisziplin. Genau wie Terminatoren. Das heißt, die schießen immer 12 Schuss auf 24 Zoll. Ich glaube auch, ja, ich bin mir nicht sicher, aber. Das kann man jetzt schnell nachschauen. Mh. Ich fahre manchmal ansagen. Bolterdisziplin, Infanteriemodelle. Der Modell ist ein Terminator, Biker, Centurion oder Dreadnought. Also Also 12 Schuss. Centurions haben immer 12 Schuss Bolter. Also das ist halt mächtig. Böse, böse, Mächtig. böse. Genau, Centurion Sturmgranatwerfer. Genau, das ist das mit die Aufprall-Treffer. Wenn sie wo reinchargen auf 4 plus, machen sie W3 tödliche Wunden. Kampftrupps, und die haben das Omniskop dabei. Wenn du eine Attacke mit einer Fernkampfwaffe eines Modells dieser Einheit abhandelst, solange diese Einheit einen Centurion Sergeant enthält, profitiert das Ziel beim Schutzwurf nicht von Deckung. Also mit dem Omniskop, wenn man es ausrüstet, ignorieren sie Deckung. Was cool ist. Ja, klar. Genau, das ist die Schlägervariante, wie gesagt. Der Sergeant hat 4 Attacken, die normalen 3 Attacken. Der Belagerungsbohrer, den können wir kurz lesen, der ist Stärke mal 2, das heißt Stärke 10, minus 4 und 3 Schaden fest. Und der hat kein Minus. Wie? Abzug zum Zuhauen meinst Genau, du? die treffen Im auf die 3 Kampfgeschick, plus. ja. Also das ist schon geil, wenn die mal ankommen, also dann kracht's. Ich finde die Modelle ja wahnsinnig cool. Ich hab so eine Vierereinheit mal gehabt. Leider kommen heute halt die nie an, das ist das Problem. Weil 4 Zoll Bewegung, also irgendwo hingehen ist nicht.
Transporter ist schwierig, weil du nirgends reinsitzen darfst, außer in den Stormraven, und der Stormraven wird auch kaputt geschossen. Das war immer so ein bisschen das Problem, aber die schauen fantastisch gut aus. Und wenn du mal hinkommst, hast du die Hurricane Bolter und Flammenwerfer in die Fäuste, also da schießt er da heftig geil rum. Aber naja, das sind sehr coole Modelle. So, dann sind wir hier, sind wir schon in der, kommen wir zur Sturmabteilung. Genau. Praktisch der Sturm der Einheiten. Die Einheiten stürmen jetzt, jemand. Ja, Sturmabteilung. Imperialen Kaffee gemacht. Nummer, erste Einheit ist der Bike Squad. Also Space Marines Bikes. Bewegung 14, weil es ein Bike ist, 3 plus Rüstung und Widerstand 5 und 2 Lebenspunkte. Widerstand 5, weil der Space Marine auf dem Bike sitzt. Also das finde ich ist auch so eine Einheit, die mal ein neues Modell brauchen könnte. Space Marine Bikes gefallen mir halt einfach persönlich ja, überhaupt mir nicht. Auch nicht. Ich finde diese Dark Vengeance Bikes sind okay, also diese Dark Angel Biker mit den Flügeln hinten drauf, die schauen ganz cool aus. Aber ich habe mich gerade gefragt, wenn, da wir ja vorher erörtert haben, dass ein Space Marine in Rüstung vielleicht 400 Kilo wiegt oder eher mehr, was wiegt denn der mit Bike? Ja, die fahren bestimmt voll Gummimantelreifen. Also ja. Vor allem stell dir vor, wenn die tatsächlich fast chargen und da, also in voller Vollspeed in die gegnerische Einheit reinkrachen, da steht eh nichts mehr. Ja, das ist schon heftig, aber ja, genau. Also Bikes. Modelle sind hässlich, Bikes sind cool. Ich finde, es geht, aber stimmt schon, die schauen ein bisschen sehr klobig. Gut, aber der Space Marine ist ja allgemein gern in Schuhschachteln unterwegs. Die Space Marine Bikes sind so ein bisschen wie so Goldwing, so eine fette. Ja, ja, genau. Vielleicht haben sie auch ein Radio eingebaut. Wahrscheinlich. Also, der Biker hat einen Doppelbolter vorne drauf und profitiert immer von der Bolterdisziplin, weil er Biker ist. Das heißt, er schießt auf 24 Zoll immer 4 Schuss Bolter. Das ist halt schon geil. Ja. Ansonsten hat er ein Kettenschwert oder Boltpistole dabei. Das heißt, Zusatzattacke mit Kettenschwert, weil Boltpistole brauche ich eh nicht im Nahkampf. Und ich kann. Die können Turbo boosten und ich kann Biker Spezialwaffen geben, also Plasmawerfer, Melter und ähnliches. Und es kann ein Trike mitfahren, das sind diese großen Bikes und die haben dann immer eine schwere Waffe dabei, einen Schwebo. Schwebo? Oder einen Multimisser. Multimisser? Oder ein Melter? Genau, Multimelter. Aber man sagt ein Multimisser, weil er nie trifft. Ach so, Multimisser jetzt. Aha. Genau, weil das ist ja genau wie am Landrider, man nimmt immer den Multimelter oben drauf mit für die paar Punkte, was er kostet, aber treffen tut er sowieso nie. Ein Multimelter mit der Antitreffregel. Genau. Dann haben wir den Assault Squad, das sind Space Marines mit Sprungmodule, bewegen sie da. Das ist falsch. Da steht Bewegung 6 Zoll. Beim Assault Squad. Ja. Ja. Hey, schau jetzt gerade, jedes Modell ist ausgerüstet mit Boltpistole, Kettenschwert und Granaten. Ach, alle Modelle dürfen ein Sprungmodul haben. Ich muss das Sprungmodul erst kaufen. Okay. Das ist ja komisch, früher hatten die das immer automatisch. Genau, also die können halt alle ein Sprungmodul haben und sind halt deswegen 12 Zoll hüpfen die halt, sind aber ansonsten normale Space Marines. Wahrscheinlich haben sie das so gemacht, weil das Sprungmodul bei anderen zum Ausrüsten ist, weißt du, um den Codex zum Schreiben, wegen am Verrechnen. Ja, das finde ich aber ganz cool, das heißt, ich kann ein Rhino voll spielen mit einem Angriffstrupp, der Ketten, Schwert, Boltpistole hat, ohne Sprungmodul. Zum Beispiel, also wenn man das möchte, kann man das machen. Oder aus dem Droppod vielleicht raus. Das ist tatsächlich ganz cool. Weil die können nämlich spezialnah Waffen nehmen. Erstens können die Plasmapistolen nehmen. Und Space Marine Sergeant. Kann Kettenschwert. Was noch? Also ich kann auf alle Fälle Spezialwaffen in den Trupp reinpacken. Und der Sergeant kann eine Kombi-Waffe nehmen. Das ist cool. So, dann haben wir die Inceptor. Das sind die Primaris-Springer. Genau, das sind diese Sprungtruppen
von den Primaris, aber nicht diese, nicht die Suppressors mit der Maschinenkanone, zu denen kommen wir gleich. Das finde ich, schaut total dämlich aus, die Sprungschuhe. Sprungmodul-Typen mit der riesigen Maschinenkanone. Mhm. Also das schaut komisch aus irgendwie. Also bleiben wir erstmal bei den Inceptor. Die Inceptor sind Primaris, bewegen sie 10 Zoll, Widerstand 5, 3 Lebenspunkte. Die haben einen Lebenspunkt dazu bekommen und sind jetzt eben auch bei 3 Lebenspunkte das Stück. Das macht es ziemlich gut, finde ich. Mhm. Weil einfach das, wenn man über die Grenze drüber ist mit den 2 Lebenspunkten, finde ich, wird es halt echt gut, weil eben halt diese Multi-Wundwaffen nicht mehr so schlimm sind. Was haben die für Helme auf teilweise, die Modelle? Schaut so komisch aus. Ja, die haben oben noch so einen Deckel über den Helm drüber. Ah, krass, und dann ist das zu wie so eine Kugel. Ja. Das schaut ja cool aus, finde ich irgendwie. Ja. Also ich finde jetzt mit den 3 Lebenspunkten sind die ziemlich, ziemlich cool. Die können, die machen Aufprallattacken mit diesem zerschmetterten Angriff. Mhm. Machen sie, ja. Ansonsten Kampftrupps und die haben Meteorlandung bei der Ausstellung. Die können schocken. Mhm. Bei denen heißt es halt dann Meteorlandung. Genau. Ansonsten können die 2 Waffen haben. Die können einmal den Angriffsbolter haben. Das sind 2 schwere Bolter. Das sind 6 Schuss schwerer Bolter, was jeder hat. Das finde ich ziemlich cool und ist gar nicht so teuer. Oder die können so Plasmapistolen haben. Schwerere Plasmapistolen sind W3 Schuss Plasma. Also Stärke 7 minus 3 Einschaden oder halt dann überhitzt. Obwohl das mit dem Überhitzen halt bei denen schon gefährlich ist. Wenn da, ja, da wenn einer stirbt mit 2 Leben und so. Aber ich finde die mit die, ich muss die mal ausprobieren. Ich habe nämlich welche zu Hause. Muss ich mal schauen, weil ich finde die tatsächlich ziemlich cool. Mhm. Vor allem jetzt mit die 3 Lebenspunkte. Dann die Suppressor ist die andere Art. Das sind auch diese Hüpf-Dudes. Die hüpfen 12 Zoll weit, auch Primaris. Die haben aber nur Widerstand 4. Okay. Und nur 2 Lebenspunkte, also finde ich deutlich schlechter. Und die haben eine Maschinenkanone. Und ich finde halt, eine Maschinenkanone ist eine schwere Waffe. Eine schwere Waffe, mit der, weißt du, mit der steh und schieß und hüpfe nicht mit der schweren Waffe durch die Gegend. Also, ich finde das doof. Ja, die haben dabei Grafschirme können zusammen und Nebelwerfer. Das Speerfeuer ist ganz cool, wenn die jemanden töten, dann kann das gegnerische, also die gegnerische Einheit, wo einer rausgetötet wurde, kein Abwehrfeuer mehr geben. Also wenn sie jemanden mit der Beschleuniger-Maschinenkanone töten. Okay. Das könnte schon interessant sein. Ja. Dass man so einzelne Modellchen aus Einheiten rausschießt und die dann quasi kein Abwehrfeuer mehr geben. Also gerade gegen Tau. Ja. Ansonsten ist die Beschleuniger-Maschinenkanone eine Maschinenkanone mit minus 2 Durchschlag. Mhm. Das ist schon gut. 48 Zoll, schwer 2, Stärke 7, minus 2, 2 Schaden. Das ist schon gar keine schlechte Waffe. Und wie gesagt, die können irgendwo halt rumstehen und einfach schauen, dass aus jeder Einheit ein Mannschall rausschießen. Gerade gegen so eine gebündelte Abwehrfeuerarmee, weißt du, die dann einfach kein Abwehrfeuer macht. Mhm. Ja, aber mit... Also das widerstrebt mir. Aber ja. Gut. Das ist wie so dieser Invictus-Anzug. Schaut blöd aus, ist aber tatsächlich gar nicht schlecht. Dann kommen wir zu den Scout-Biker. Die sind hervorragend. Also das sind praktisch Scouts auf Bikes, wie der Name schon sagt. Das sind dann so leichtere Mopeds, nicht so dick gepanzert. Das ist praktisch das Äquivalent zum Scout, zum normalen Space Marine. Die bewegen sich ein bisschen weiter, weil sie nicht so schwer sind. 16 Zoll, haben auch Widerstand 5, haben aber bloß eine 4 plus Rüstung wie der Scout auch. Ansonsten haben die auch einen Doppel-Zwillingsbolter auf dem Bike. Und jeder kann von denen noch eine Schrotflinte haben. Das heißt, jeder hat nochmal 2 Schuss dazu. Mhm. Das heißt, jeder von denen hat 6 Schuss Stärke 4. Okay. Das ist halt übel. Das ist echt übel. Ist eigentlich ein Scout schon ein ganz normaler, voller Space Marine, bloß ohne Servorüstung? Nein. Der kann noch keine Servorüstung anziehen, weil er diesen Carapax, diese zweite Haut unter der Haut, wo die Anschlüsse für die Rüstung drin sind, die hat er noch nicht. Mhm. Die bekommt er dann erst. Obwohl das eigentlich komisch ist, haben wir letztes Mal schon drüber geredet. Eigentlich müssten ja die Scouts, müssten ja eigentlich die Veteranen sein, so wie es bei den
bei den Space Wolves ist, weil ich meine, das sind Infiltratoren, die ja hinter feindlichen Linien operieren und ich schicke ja nicht die Lehrlinge vor. Also das ist irgendwie ein bisschen komisch. Die Lehrlinge laufen ja eher hinten mit und machen halt auch ein bisschen mit und schauen halt ein bisschen so zu, wie man das halt macht. Und die schicke ja nicht irgendwie ins Feindesland. Außer man pfeift drauf. Ja. So ungefähr, entweder schafft es oder ihr seid es nicht würdig. Ja, das kann man natürlich auch sagen, aber ich meine, es wäre ja unter 1000 schafft es ja irgendwie einer überhaupt praktisch, weil die haben ja diese ganzen Organe schon eingesetzt. Mhm. Das kostet ja den Orden immer wahnsinnig viele Ressourcen, also ist ja komisch, dass man die dann so verfeuert. Aber gut, dann haben wir die Landspeeder, das sind diese Fliegeautos, 16 Bewegung und Widerstand 5 mit 6 Lebenspunkte. Die kann man ziemlich cool bewaffen und die haben Antigravschub. Solange dieses Modell aus 3 Einheiten besteht, haben die Modelle eine Bewegung von 20 Zoll. Das ist also heftig. Wenn die Einheit aus 3 Modellen besteht. Mhm. Genau. Ansonsten können sie explodieren, weil es halt Fahrzeuge sind. Und die sind im Standard bewaffnet mit einem schweren Bolter. Aber das sieht man eigentlich auch gar nicht, oder? Das sieht man gar nicht mehr. Aber ich glaube, das kommt jetzt wieder. Vielleicht. Die kann den schweren Bolter gegen Multimelter statt schweren Bolter. Und zusätzlich kann man ausrüsten eine Sturmkanone, schweren Flammenwerfer und Typhoon-Raketenwerfer. Also schwerer Bolter und Sturmkanone ist halt cool. Der Raketenwerfer ist halt sehr cool, ist ein bisschen teuer, aber schwerer Bolter und Raketenwerfer finde ich ziemlich cool. Mhm. Genau. Dann haben wir die Attack Bikes, also früher haben es Trikes geheißen, jetzt heißen sie Attack Bike. Das ist dieses Bike, wo genau mit dem Beiwagen und in dem Beiwagen ist dann immer eine schwere Waffe drin. Mhm. Ich finde Trikes oder Attack Bikes immer schon sehr, sehr cool. Also sie sind eigentlich die ganze Zeit ziemlich cool, weil da hat jedes 4 Lebenspunkte und ist ziemlich billig. Ich glaube, dass ein Trike 45 Punkte kostet. Das finde ich halt für die schwere Waffenplattform und dass das mit 4 Lebenspunkten ja wahnsinnig stabil ist, mit Widerstand 5, sind die echt cool. Und wir werden sehen, dass wenn man den richtigen Orden spielt, sind die ziemlich cool. Okay. Dann kommen wir zu den Devastator Squads. Das sind diese Unterstützungseinheiten mit den schweren Waffen. Da können immer so ein 5er-Trupp und 4 davon können eine schwere Waffe nehmen. Der Sergeant kann dann noch eine Kombiwaffe oder so nehmen. Er kann einen 10er-Trupp spielen, aber trotzdem kann ich nur 4 schwere Waffen reinpacken. Mhm. Ist halt einfach so. Genau. Die können dann alles an schwere Waffen nehmen, was gibt. Laserkanone, Raketenwerfer, Grafkanone, was gibt es noch? Schwerer Bolter, was man halt so kennt. Genau. Die haben ein Signum dabei, das heißt, ich kann einem Space Marine im Trupp immer sagen, der schießt besser, der trifft dann auf die 2+, dafür schießt der Sergeant nicht, schlimm, weil der Sergeant eh nur einen Bolter hat. Und die haben ein Armorium Cherub, das glaube ich muss ich dazu kaufen, dann kann einer doppelt schießen. Und das Modell kommt dann dafür weg. Aber das ist halt cool, ich kann nicht einmal doppelt schießen. Mhm, weil der die Waffe nachlädt. Genau. Genau, das ist so, das ist dieser Engel. Genau, eine Putte nennt man doch das in der Kirche, diese kleinen dicken Engel. Genau. Was sind das eigentlich dann, wenn man es auch wieder fluffmäßig zeigt? Das sind so augmentierte Bio-Viecher-Dinger, die irgendeiner zusammenbastelt hat und halt rumfliegen. So gezüchtete Baby-Engel-Dinger. Ja, aber also nicht wirklich menschlich, sondern so Roboter-Dings. Mhm. Genau. Dann haben wir die Centurion Devastator Squad, oder? Ja, genau. Dann, und die haben da vorne in der Brust Hurricane Bolter oder Raketenwerfer. Wo gingen die Läufe denn hier, bitte schön? Ja, das ja, an der Seite vorbei wahrscheinlich. Aha, ist mir gerade nur so aufgefallen, ja, dass das eigentlich auch nicht so... Ich finde die Modelle wahnsinnig cool, aber es ist einer der zu schlimmsten, also einer der am schlimmsten zu bauenden Bausätze. Ich habe einmal die Centurions zusammengebaut, Katastrophe. Ja? Mit diesen ganzen Schläuchen, weil jeder hat so Armpositionen und die ganzen Schläuche gehen ja hinten an das Rückenmodul. Ich weiß, mir hat es damals bei den Hellblaster schon so wahnsinnig genervt.
Genau, ganz aber ansonsten ziemlich cool. Die haben auch nur, wie die anderen, wie die Schläger Centurions, das ist die Baller-Variante, natürlich auch nur 4 Zoll Bewegung, aber Stärke 5, Widerstand 5 Zoll plus Rüstung. Und die haben in der Brust entweder Raketenwerfer oder Hurricane Bolter. Und an den Armen schwere Waffen, entweder Kraftkanone, Kraftverstärker, Laserkanone oder schwerer Bolter. Was macht der Graf Amp gerade, wenn diese Waffe. Diese Waffe. Okay. Also gegen einen Schutzwurf von 3 plus, besser ja. als 3 plus, ja. hat es Schadenswert von W3. Genau, also das ist ja die Graf-Waffenregel, aber ich verstehe jetzt nicht, was der Graf-Verstärker macht. Naja. Ja, ist halt schwer 4. Also das war ja früher die Standardbewaffnung mit Graf, aber Graf ist ja nicht mehr so toll. Aber Graf, kann ich auch verraten, ist deutlich günstiger geworden. Und es gibt das Stratagem dazu. Ich glaube, dass Graf wieder beliebter wird. Mhm. Aktuell spielt man jetzt mit schweren Bolter, weil du halt dann 6 Schuss schwerer Bolter plus die Hurricane Bolter in der Brust hast, halt brutal Output. Also die sieht man wieder häufiger. Centurions finde ich ja cool, weil ich finde die Modelle ziemlich cool. Mhm. Okay, dann kommen wir als nächstes. Das ist eine neue Einheit, auch glaube ich aus der Schattenspeerbox. Das sind Primaris, das sind die Eliminators. Das sind so Primaris mit die Scharfschützengewehre. Oho, cool. Die finde ich schon erstens cool aus und die haben ziemlich coole Regeln. Was können die Dudorinos? Also es ist erstens ein Primaris Marine, ganz normal wie jeder normale normaler Primaris Marine, 2 Lebenspunkte. Und die sind ausgerüstet mit einem Bolt-Scharfschützengewehr. Mhm. Und das Bolt-Scharfschützengewehr hat 3 verschiedene Patronen praktisch. Also ich muss mir das runterkommen, nicht lesen. Und das kann ich mir aussuchen. Ich habe das Mortis-Geschoss, das Hyper-Schrapnell-Geschoss und das Executor-Geschoss. Das Mortis-Geschoss ist Stärke 5 minus 2 W3 Schaden. Also das finde ich schon ziemlich heftig. Diese Waffe kann ein Charakter, also du kannst snipern. Wenn du eine Attacke mit dieser Waffe antreibst, verursacht eine Verwundung von 6 plus zusätzlich eine tödliche Wunde. Also wie bei jedem Scharfschützengewehr. Mhm. Genau, also bei der Verwundung von 6 mache ich zusätzlich zu meiner normalen Wunde eine tödliche Wunde. Dann habe ich das Hyper-Schrapnell-Geschoss. Reichweite ist immer 36 Zoll. Sind schwer 3, Stärke 5 Schuss. Ist schwer W3. Schwer W3, Stärke 5 Schuss. Da kann ich auch Charakter damit anvisieren. Und dann gibt es das Executor-Geschoss. Das ist schwer 1, Stärke 5, minus 1, 1 Schaden. Die Waffe kann Einheiten als Ziel wählen, die für den Träger nicht sichtbar sind. Das also ist das ist quasi der Sniper dann. Ja, aber ich kann auch... nicht sichtbare, nicht nur Charaktermodelle, sondern nicht sichtbare Modelle. Und Charaktermodell. Ich kann sogar Charaktermodell, das ich nicht sehe, anvisieren. Mhm. Wenn du einen Attack mit dieser Waffe abhandelst, addiere 2 zum Trefferwurf und das Ziel profitiert beim Schutzwurf nicht von Deckung. Also das ist cool, da kann man halt, wenn einer hinter der Deckung steht, kann man halt drauf schießen. Ansonsten ist halt das Mordesgeschoss ziemlich heftig, sind aber natürlich jeweils nur ein Schuss. Also sind halt 3 Typen und dadurch nur 3 Schuss. Ansonsten haben sie Tarnmäntel dabei, dass sie besser durch die Deckung profitieren. Ziele zu weisen, statt in der Fernkampfphase zu schießen, kann der Eliminator Sergeant dieser Einheit seinem Trupp Ziele zuweisen. Addiere bis zum Ende der Phase 1 zum Trefferwurf und zum Verwundungswurf, wenn du eine Attacke mit einer Fernkampfwaffe dieser. Das ist heftig, wenn der Sergeant nicht schießt, treffen sie auf die 2 und plus 1 aufs Verwunden. Wenn der Sergeant nicht mitschießt? Ja, das ist okay. Ziemlich cool dann. Ah, weil der dann quasi schaut, ja, genau, mit dem Fernglas, und der schaut dann das Fernglas und gibt dann die Koordinaten durch. Wir sind ja bei echten Scharfschützen auch teilweise. Ich glaube, dass da 2 hintereinander liegen, oder? Und einer misst bloß und berechnet die Schussbahn und der andere schießt dann. Ja. Dann Deckungsfeuer, wenn der Eliminator Sergeant dieser Einheit im Zug deines Feindes zum ersten Mal mit einem Anti... So war es zumindest damals, als ich noch in der Spezialeinheit war. mit einem Anstifter Boltkarabiner Abwehrfeuer gibt. Das ist geil. Kann sich diese Einheit nachdem das Abwehrfeuer abgehandelt ist, wie in deiner Bewegungsphase bewegen? Was? Nach dem Abwehrfeuer? Was? Ja,
Der Sergeant hat diesen Bolt-Karabiner dabei. Und wenn. Lesen wir mal fertig, dann, weil dann ist besser. Und ich habe versteckte Positionen, das heißt, ich kann die Einheit infiltrieren. Das heißt, ich infiltriere, nimm die Einheit und infiltriere 9 Zoll an die ran. Dann sagst du, haha, dann greife die an. Dann da gibst, sagst einen Angriff an. Du gibst Abwehrfeuer mit diesem komischen Anstifter-Bolt-Dings. Und dann, nachdem du es geschossen hast, darfst du dich sofort 6 Zoll wegbewegen. Was ist das für Regel D? Deckungsfeuer. Und wenn ich 9 Zoll weg bin und mich 6 Zoll wegbewege, bin ich weiter wie 12 Zoll weg, dann kann man keinen Angriff mehr ansagen. Außer wenn du außer die 12 Zoll kommst. Ja, Wie ja, der Angriff angesagt ist ja schon der Angriff. und danach bin ich aber außerhalb von. Das stimmt, genau, Du weil. kannst halt nicht mehr Ja, chargen. genau, du kannst nicht mehr chargen. Ansagen kann es trotzdem als Abwehrfeuer da danach Außer du kommt. hast eine Einheit, die irgendwie ein W6 zusätzlich werfen darf, dann kannst du es theoretisch nur schaffen, weil der Charge ist ja bereits angesagt. Ja, das ist richtig. Das ist absolut richtig. Aber trotzdem wäre es sehr unwahrscheinlich. Also ist schon cool. Weil 15 Zoll dann wegstehe. Gut. Dann haben wir die Hellblasters, die kennt man ja schon. Das sind die Primaris mit diesen dicken Plasma-Teile. Da gibt es ja drei Varianten: den Plasma-Brenner, 30 Zoll Schnellfeuer, Plasma, den schweren Plasma-Brenner. Der ist schwer 1. Das finde ich ziemlich doof. Und den Ja, Sturm-Plasma-Brenner. der ist halt, der hat halt Stärke mehr. Ja, aber das ist halt Sturm 1, dort jeder einen Schuss, das weiß ich nicht, irgendwie doof. Und dann gibt es den Sturmplasma-Brenner, und der Sturm 2 hat aber nur 24 Zoll Reichweite. Ja, muss man. Ansonsten sind die, das sind eigentlich die, die immer beim Banner stehen und wenn sie sterben, sofort zurückschießen. Genau. Dann die allseits früher beliebte Thunderfire kennen. Die, glaube ich, wird jetzt wieder sehr beliebt. Die habe ich zum Beispiel noch nie nicht gesehen. Gar nie nicht. Gar nie nicht habe ich die nicht gesehen gehabt. Die Thunderfire Cannon ist diese kleine Kanone auf diesem Raupenfahrzeug, wo der Tech Marine dabei steht. Die ist an und für sich eigentlich ziemlich cool. Und die wird jetzt wieder sehr, sehr gut. Und zwar, also das ist eine Thunderfire Cannon und da steht ein Tech Marine dabei, also genau wie der Tech Marine, den wir vorher behandelt haben bei den Charaktere. Und die Thunderfire Kanone schießt 60 Zoll. Schwer 4W3, Stärke 5 minus 1 ein Schaden. Diese Waffe kann Einheiten als Ziel wählen, die für den Träger nicht sichtbar sind. Das heißt, ich kann auch wieder indirekt schießen, was ziemlich cool ist. Genau. Die Thunderfire Cannon selber hat Widerstand 6 und 4 Lebenspunkte. Die hat aber Sonderregeln, Geschützbedienung. Also der Tech Marine muss in 3 Zoll zur Kanone stehen, sonst kann die Kanone nicht schießen. Macht ja Sinn, irgendwann muss ich auf den Knopf drücken. Dann Geschützmachenschaft. Ich darf die fernsteuern. Ja, okay. Also wenn es mehrere Thunderfire Cannons sind, dann kann man die einzeln aufstellen. Einzeln Genau, und aufstellen der. oder muss zusammen aufstellen und dann werden sie getrennt. Also kann man sie dann trennen. Normal miteinander aufstellen, oder? Zerstörung wird sie in zwei Einheiten geteilt. Der eine besteht aus der, die andere aus dem Tech Marine. Also die Thunderfire Cannon und der Tech Marine können sie also unabhängig voneinander bewegen. Aber Aber dann kann die Kanone nicht mehr schießen, oder wie? der Tech Marine muss ja den 3 Zoll zur Kanone stehen, sonst kann sie nicht schießen. Und der Tech Marine kann aber trotzdem Autos reparieren. Die Kanone auch? Nö. Ist ja Fahrzeug. blöd. Doch, die Thunderfire Cannon ist ein Fahrzeug, damit Ja. kann sie auch repariert werden. Ja, dann ist doch praktisch. Oh ja. Ja, passt. Gut. Dann haben wir jetzt Unterstützung einen Hunter. Das ist dieses Rhino mit oben dieser einen Kanone drauf. Das ist die Skyspear Raketenwerfer. 60 Zoll, Schwer 1, Stärke 9, minus 3 W6 Schaden.
Wenn du eine Attacke mit dieser Waffe abhandelst, kannst du den Trefferwurf wiederholen und du addierst 1 zum Trefferwurf, wenn das Ziel fliegen kann. Oho. Ja, aber das ist halt einfach ein Schuss. Ja, der trifft dann meistens nicht. Ja, ich weiß nicht. Dann kommt der Stalker, den hat man schon öfters gesehen. Das ist der mit diese zwei komischen Gatlings auf dem Dach drauf. Und diese Dinger, die in den Boden reingehen. Icarus Sturmkanone, davon hat er 2, das ist schwer 3. Stärke 7 minus 1, 2 Schaden. Und ich darf plus 1 auf den Trefferwurf machen gegen Fliegende. Ziele, die fliegen. Den finde ich tatsächlich ziemlich cool. Der ist auch relativ günstig. Ist wie das Was? Und der Icarus-Ding hat. von den Ritter, glaube ich. Der Hunter und der Stalker haben Widerstand 8. Das ist ja krass. Also mit Widerstand 8 finde ich die ja heftig. Der Stalker kostet 75 Punkte. Also das ist halt nix. 75 Punkte. Den finde ich cool. Der ist echt cool. Dann kommt der Whirlwind, der glaube ich wird in letzter Zeit auch wieder sehr beliebt sein. Das ist der mit dem großen Raketenwerfer oben drauf. Der hat den Whirlwind Castellan Batterie, der hat 2 Schuss Modi, eine Castellan Batterie und vergilt Batterie. Einmal 2 bis 6 Schuss Stärke 6. Da kann er auf Einheiten schießen, die nicht sichtbar sind. Und das andere sind 2 W3 Schuss Stärke 7 minus 1, 2 Schaden. Kann ich auch, also ich kann mit dem Whirlwind halt auf Einheiten schießen, die ich nicht sehe. Was ziemlich cool ist. Kann man sich halt nicht dagegen verstecken. Und der Whirlwind kostet nur 65 Punkte. Ja, das ist schon ultra billig. Ja. Dann kommen wir zum Predator, also dem Hauptkampfpanzer der Space Marines. Der ist bewaffnet mit der Predator Maschinenkanone. Und dem kann ich Seitenkuppeln geben mit schwere Bolter dran, Laserkanonen und einen Turm geben, wo der Zwillingslaserkanone hat. Ja, solide. Dann der Vindicator, dem ist ein bisschen was geändert worden am Geschütz, glaube ich. Das Demolisher-Geschütz ist jetzt schwer W6. Das ist der vorne mit dem großen dicken Rohr. Der hat auch Widerstand 8. Mit der großen dicken Schaufel vorne drauf ist der. Genau, dem ist er Hauptgeschütz, das ist das Demolisher-Geschütz. Das Demolisher-Geschütz ist halt irgendwie. Irgendwie ist nichts. Schwer W6, Stärke 10 minus 3, W6 Schaden. Ja. Das sind halt W6 Schuss. Ja. Widerstand 8 ist natürlich gut. Was kostet der? 125 Punkte. Ah, ich weiß Ja, nicht. W6 Schuss mit W6 Schaden sind halt schon 2, W6 ist halt schon schwierig Ja, immer. und dann schwer, wenn er sich bewegt, dann schießt er schlechter. Weißt du, lauter so Sachen halt. Ich weiß nicht. Dann kommt der Land Raider. Widerstand 8, 16 Lebenspunkte, das ist der ganz dicke und hat 2 plus Rüstung. Der hat 2 Zwillingslaserkanonen und einen zwillingsschweren Bolter. Und den kann man den berühmten Multimelter oben drauf kaufen. Gibt es eigentlich das Macht des Maschinengeistes immer? Doch schon, oder? Doch, der hat Macht des Maschinengeistes. Der Land Raider ignoriert Bewegen und Abschießen von schweren Waffen. Der ist, glaube ich, auch günstiger geworden ein bisschen. Also Land Raider finde ich in letzter Zeit. Ach, jetzt fällt mir gerade auf, jetzt ist kurz vor 3, jetzt fangen wieder alle zum Rasenmähen an. Ja. Scheiße. Wir haben es aber jetzt gleich. Gut, dann wären wir für das nächste Review doch reingemessen. Es haben bloß noch 20 Einheiten. Ja. Dann gibt es einen Land Raider Crusader. Also im Land Raider können natürlich Leute mitfahren. 10 Space Marines oder 5 Terminatoren. Keine Primaris. Dann gibt es den Crusader, der hat die Hurricane Bolter und die Sturmkanone, Zwillingssturmkanone vorne drin. Dafür können mehr Leute mitfahren. Ansonsten alles gleich. Dann gibt es nur den Redeemer, das ist der mit den Flammensturmkanonen. Und jetzt schaue ich gerade. Genau, weil die Flammensturmkanone wurde die Reichweite erhöht auf 12 Zoll. Ich weiß nicht, ob man den Redeemer dann öfters sieht. Kann es mir fast nicht vorstellen. Da können auch mehr Leute mitfahren. Da können nämlich 12 und im Crusader können 16 Space Marines mitfahren. Aber keine Primaris, Keine oder? Primaris. Das ist es. So, jetzt kommen wir zu den Primaris Transporter. Den gibt es jetzt den Repulsor Executioner. Das ist dieser neue Kampfpanzer. Das gleiche wie der Repulsor, dieses Antigrav Primaris Auto. Können 6 Primaris mitfahren. Genau. Weil das andere ist der normale Repulsor. Können da auch Marines mitfahren?
Nein. Warum Dieses nicht? Modell hat eine Transportkapazität von 6 Primaris Infanteriemodellen. Und wieso passt da kein normaler Space Marine rein? Psst. Der ist doch kleiner. Psst. Wahrscheinlich, weil er zwischen die Sitzschlitze durchfällt. Ja, wahrscheinlich. Der verlauft sie wahrscheinlich innen drin. Ja, weil er ist ja schließlich am ganzen Kopf kleiner wie ein Primaris. Ja. Und der Repulsor. Das ist ja wie wenn ich zu kleine Leute sage, du darfst nicht mehr mit dem Bus mitfahren. Weil das ist nur für große Leute. Ja. Der Repulsor hat Widerstand 8 und 16 Leben, also heftigst Teil. Man hat ja gesehen, dass die normalen Repulsor schon viel gespielt worden sind. Und der hat wieder heftig viele Waffen. 2 Fragmentsturm, Granatwerfer, Sturmgatling, Makroplasmabrenner, 2 Sturmbolter, schwerer Zwillingsbolker, Icarus, Eisenhagel, Zwillingsmaschinengewehr. Eisenhagel? Ja. Und er hat Abfangwerfer. Ich kann ihn ausrüsten mit der großen Makroplasmabrenner als Hauptwaffe. Oder wie heißt das andere Ding? Icarus, na. Die Icarus-Geschichten sind ja normal immer die Flugabwehrschieße. Ja. Schwerer Zerstörerlaser. Boah. Das hört sich mal mächtig an. Also entweder schwerer Zerstörerlaser, schwer 2, Stärke 10, minus 4, W6 Schaden. Schon. Oder der Makro. Und der Attacke mit dieser Waffe zählt der Schadenswert von 1 oder 2 als 3. Geil. Aber es sind halt nur 2 Schuss. Ja. Oder halt den Plasmabrenner, das ist halt genau die gleiche Waffe wie der Redemptor am Arm hat, schwer wie 6 und Plasma, also Stärke 8 und Stärke 9 überhitzt. 1 und 2 Schaden. Ja. Ist okay. Der hat eine Aquilon-Optik. Ach so, ja genau, wenn er sich in der Bewegungsphase nicht bewegt oder unter der halben Maximalreichweite bleibt, kann er den Turmgeschütz doppelt schießen. Kann er seinen schweren Zwillingszerstörerlaser oder Makroplasmabrenner zweimal abfeuern. Das ist halt schon geil, weil dann hat er mit diesem fetten Dingsbums Zerstörungsgeil hat er 4 Schuss. Mhm. Das ist cool. Oder 2W6 Schuss mit dem Plasmabrenner. Das ist mächtig. Dann hat er Repulsorfeld. Einheiten, die das Auto angreifen wollen, ziehen 2 vom Angriffswurf ab. Das ist heftig. Das ist ein Schwebepanzer, der kann fliegen, macht das Maschinengeist bewegen und ignoriert die Abzüge für schwere Waffen. Er explodiert und er hat Abfangwerfer. Statt in der Fernkampfe zu schießen, kann dieses Modell seine Abfangwerfer einsetzen. Bis zum Beginn deiner nächsten Fernkampfphase ziehst du 1 von Trefferwürfen ab, wenn eine Attacke gegen dieses Modell abgehandelt wird. Ah, okay, anstatt zu schießen, kann ich das machen und dann habe ich. Ah, ja, das sind halt Nebelwerfer. Ich weiß nicht, warum das dann immer anders heißen muss. Das ist ja der Nebelwerfer. Ja, aber das ist ein spezieller Primaris. Ja, also der Primaris Nebelwerfer heißt Abfangwerfer. Der wirft da ganz andere Nebel. Also den finde ich schon richtig heftig mit dem Doppelschießen. Also das ist schon eine krasse Ballerburg, das Teil. Und dann kommt der ultimative Panzer der Panzer, das Rhino. Das Rhino. Das Rhino kennt jeder. Das ist ein Auto. Widerstand 7, 10 Leben, passen 10 Space Marines. Ne? Mini-Transportpanzer. Genau. Dann gibt es das Ganze als Razorback, also für normale Space Marines ist es das wieder. Da kann man obendrauf einen zwillingsschweren Bolter bauen und das kann man aufrüsten zur Zwillingssturmkanone, Zwillingslaserkanone. Aber da passen dafür nur 6 Space Marines rein. Mhm. Genau. Weil die Waffe so viel Platz braucht. Genau. Dann das Drop-Pod. Haben wir jetzt in der 8. Edition, Drop-Pods haben wir in der 8. Edition gar nicht gesehen, gell? Sind tot geworden. Also ganz kurz, der Repulsor Executioner steht bei Unterstützung. Wir sind jetzt bei den Transportfahrzeugen. Genau. Dann kommen wir jetzt zum Drop-Pod. Genau. Ganz neu. Ganz neu, hat man vorher noch jemand, nie gesehen. Jemand, der in der 8. Edition das Spulen angefangen hat, kennt das Drop-Pod gar nicht. Ich habe viele Spiele in der 7. gespielt mit so Drop-Pods. Drop-Pod. Ja, ist aber so, ekelhaft. So hat man das gemacht. Das war die ekelhafteste Proxerei überhaupt. Einfach. Man hat einfach während am Spiel hat man Bier getrunken und jedes Mal, wenn man Bierflaschen ausgetrunken hat, hat man einfach hingestellt, boom, Drop-Pod. Und so hast du nur du gemacht.
dass du dir die Modelle nicht gekauft hast, sondern irgendein Scheiß gestellt. Aber stimmt. Es stimmt, geht. Andere haben es als MDF ausgedruckt. Es ist dann verboten worden auf die Turniere. Ja. Und jetzt mit 3D-Drucker. Also, Droppod. Droppod ist ja das Landungsgerät der Space Marines, wenn es an die Droppods von die Landungsschiffe im Orbit runter und dann schlagt das auch, die Türen gingen auf und dann schießt es alles dort. Also ich finde die Vorstellung von Droppods ziemlich geil. Was mir immer ein bisschen nervt, aber das ist leider immer noch nicht anders, wieso kann der Droppod nicht auf gegnerische Einheiten drauf landen? Das war doch das Einfachste eigentlich. Quasi wie eine Waffe da schon einschlagt. Ja, voll. Jetzt hast du dein Mikrofon kaputt gemacht. Ja, ich schalte mein Mikro schnell aus, dass es wieder ohne Schrauben kann. Okay, ich lese dabei weiter. Also der Droppod ist ein Auto mit 0 Zoll Bewegung, weil nachdem es gelandet ist, kann es nicht mehr bewegen. Er trifft auf die 3 Plus Widerstand 6, 8 Lebenspunkte. So, das kann ein Sturmbolter oder ein Deathwind-Werfer haben, aber das kann Leute transportieren. Und zwar 10 Space Marines. Keine Primaris, normale Space Marines. Aber keine Sprungmodul, keine Terminatoren und keine Centurion-Modelle. Also Centurions in Droppods gibt es nicht mehr. Und der Droppod ist unbeweglich und an und für sich hat sich der Droppod-Angriff nicht geändert. Aber hier unten gibt es einen kleinen Zusatz in Kursiv. Ich lese das jetzt vor. Ausgewogenes Spiel. Die Regel taktische Reserven des ausgewogenen Spiels gilt nicht für dieses Modell und von ihm transportierte Einheiten. Das heißt, boom, das Droppod darf in der ersten Runde schocken. Oder? Und auch in der siebten. Genau, es darf in der ersten, muss aber nicht spätestens in der dritten gekommen sein. Richtig. Und das ist schon und beides ultra gut. Und gilt natürlich auch nicht gegen die 50% der Armee, die in Reserve halten darf. Tatsächlich. Ja, weil es ausgenommen von den taktischen Reserven ist. Das heißt, 2000 Punkte, 1000 Punkte darf ich in Reserve stellen, weil 1000 Punkte müssen am Tisch sein. Das kann ich mir aber nicht und vorstellen. Und dann kann ich noch was in Droppod setzen. Ja, das Modell ist nicht in die Reserven, aber deine Armee, die übergreifende Regel... Ich lese nochmal vor. Die übergreifende Regel heißt aber trotzdem, dass du nicht 50%... Nicht für dieses Modell und von ihm transportierte Einheiten. Ja, aber... Die Regel ist ja übergreifend für deine Armee, dass 50% stehen müssen. Nein, das taktische Reserven. Und diese Regel gilt für das Droppod und für die von ihr transportierten Einheit nicht. Das meinst du, musst nichts aufstellen? Wenn du nur Droppods... Ich weiß nicht, ob es geht. Ich glaube also, nicht. Also, dass gar nicht... Ich glaube, dass wie ist denn mit Boots on the Ground? Gibt es das noch? Weiß ich jetzt nicht. Es gibt ja kein ausgelöscht, automatisch verlieren. Das heißt, wenn nichts mehr am Tisch ist, hast du nicht automatisch verloren. Deswegen funktionieren ja die Elder-Flieger-Armeen. Ja, okay, aber du verlierst halt einfach, wenn du das machst. Ja, klar. Ich meine, wenn du nichts... Also über das ist ja schon groß diskutiert worden. Das ist wahnsinnig mächtig, aber wenn du nichts am Tisch hast, gewinnst halt auch nichts. Du verlierst. Ganz einfach. Automatisch. Aber die Möglichkeit ist da. Genau, aber ob, das, mal, ob das sinnvoll ist, sagen wir mal steht ein Szenario, woanders. In dem du quasi so gewinnen möchtest, nichts hinzustellen. Geht nicht. Außer der Gegner ist dumm. Ja, du kannst, was du halt machen kannst danach, du kannst halt deine Armee vor Beschuss schützen. Was ja, nicht da ist, kann nicht beschossen werden. Aber du kannst dann auch nicht mehr schocken, weil wenn der Gegner nicht dumm ist, stellt sich der so auf die ganze Platte verteilt, dass du nicht mehr schocken kannst. Ja, ist richtig. Also, dass er alles abschirmt, wo ja, er die Möglichkeit hat. Natürlich. Aber wenn der Gegner natürlich in dem Sinne nicht dran denkt und dumm ist und dir dann noch Platz lässt, dass du in der siebten Runde irgendwo reinschockst, dann ist er selber schuld. Aber ja, das ist unwahrscheinlich. Also man kann halt viele Sachen machen mit den Droppods und es gibt wieder sehr viele offene Fragen wie damals und ich hoffe, dass die schnellsten geklärt werden und auch hoffentlich sinnvoll geklärt werden. Das erste ist natürlich, wenn ich viele, viele Droppods habe und ein Droppod als gegnerisches Modell gilt, kann ich erstens, ich kann den Droppod auf Objectives draufstellen, dann kommt der andere nicht ans Objective hin, ich kann mit dem Droppods, ich habe zwei Felsner,
wo keiner durch kann und dazwischen ist ein Durchgang, dann kann ich einfach Dropouts reinschocken, dann ist der Durchgang zu, dann kann man nicht durchgehen zum Beispiel. Wie sind das jetzt mit den Türen bei den Dropouts? Genau, das war das Nächste. Es ist ja so, der Dropout, wenn jemand das Modell kennt, das sind ja so Türen und die klappen auf. Mhm, dann ist der mega groß. Genau, und du steigst ja von dem Modell aus. Und zwar vom Modell. Das heißt, wenn die Tür aufgeht, also Dropout, Tür auf, dann ist das hinten, hier ist das Modell und von da kann ich dann nur aussteigen. Ups. Das ist halt fraglich, ob das so gemeint ist. Andererseits kann ich auch die Türen zulassen, dann kann ich durch den Dropout nicht durchschauen und kann halt Lossblocker bauen. Das ist ja schon wieder die nächste Frechheit, was überhaupt nicht geht. Das genau. Meiner Meinung nach, dass, also das gehört, dass man es aussuchen kann, weil das eigentlich zwei verschiedene Modelle sind, wenn du das rechnest. Also es war in der siebten war es dann so geregelt, die Türen, nachdem das Dropout landet, sag einmal. Der fährt schon das dritte Mal jetzt vorbei. Wenn der Dropout gelandet, sprengen sich die Türen ab. Du kannst das aufmachen, du kannst das zulassen, wie es dir besser gefällt am Modell, aber das Modell gilt. Also erstens gelten die Türen nicht fürs Messen von Bewegungen, also zum Aussteigen. Und das Dropout zählt immer, wie wenn die Türen nicht da wären zum Durchschauen. Das heißt, du kannst immer durch den Dropout durchschauen. Und das muss ganz dringend evakuiert werden oder dann vor die Turnierorgas eingeführt werden, weil alles andere ist Quatsch. Ja, es ist einfach, wenn du die Türen aufmachst und das zum Modell zählt, dann stellst du mit drei Dropouts, machst du eine Mauer auf der Platte. Ja. Das geht nicht, also das ist zu krass. Ja. Und auch mit den Bewegungen, das kann nicht sein, weil die Marines ja aus dem Dropout sich auf der Tür ja schon bewegen. Das war ja Irrsinn, wenn das nicht zur Bewegungsreichweite dazu zählt. Also hoffen wir, dass es so wird, weil sonst war es halt schon echt wieder totaler Bullshit. Aber ansonsten finde ich das richtig gut, dass die Dropouts einfach jetzt wieder das machen, was sie machen sollen und droppen können. Sei es in der ersten oder in der letzten Runde. Das macht Sinn, weil das war echt Bullshit, dass man die Dropouts kaputt gemacht hat. Mhm. Was man halt, es war halt wieder so überkompensiert, nachdem halt einfach diese super krasse Dropout-Spam-Listen gegeben hat, die so ekelhaft waren. Werden wir sehen, also ob es jetzt super krasse Dropout-Geschichten gibt, keine Ahnung, das kann ich jetzt gar nicht einschätzen, aber es wäre doch schön, wenn man mal wieder ein, zwei Dropouts irgendwo sieht. Ich hoffe, dass die ganzen super Grasso-Regeln, die jetzt für die Space Marines gerade hinsichtlich Dropout, Sturmangriff und so weiter, dass die für Chaos nachgezogen werden. Weil es gibt ja auch für Chaos Dropouts. Die also von Forgeworld. Genau, die Dreadclaws von Forgeworld, die haben auch die Regel Dropout Assault, also Dropout Angriff. Ich hoffe, dass diese Regel auch nachgebessert wird mit der gleichen Anmerkung. Theoretisch ist es jetzt schon, weil es steht ja drin. Also Dropout Angriff und dieser Zusatz gilt ja für die Sonderregel Dropout Angriff. Und der steht beim Dreadclaw auch drin, heißt genauso. Das heißt, der Codex ja, regelt es eigentlich. Ja, ist jetzt die Frage. Man kann jetzt diskutieren praktisch, dass eigentlich schon so ist, weil ja die im offiziellen FAQ steht ja diese Anmerkung schon drin. Mhm. Ja, aber es steht halt im Datenblatt vom Dreadclaw steht's noch nicht explizit drin. Genau, aber das darf ich halt cool finden, dass das wieder, weil es halt irgendwie unfair ist. Wow. Ansonsten, man kann halt mit diesem Dropout und gerade diese Litaneien mit den Ordenspriester und Zauberkräfte und so, kannst du halt aus dem Dropout aussteigen und ziemlich sicher deine Charges machen. Mhm. Das geht gut. Dann der Landspeeder Storm. Das ist dieser Landspeeder, wo die Scouts mitfahren können. Der hat einen schweren Bolter oder einen Cemarus-Werfer, der ist offen und kann 5 Scouts transportieren. Genau. Und die Modelle, da der offen ist, können rausschießen aus dem Landspeeder-Storm. Hat man früher ganz viel gesehen, jetzt eigentlich gar nicht mehr. Ja, weil Scouts ja eh schon infiltrieren, die kommen eh schon so weit, da brauche ich das eigentlich nicht zum Transportieren, ja. Okay, dann der Repulsor. Das ist ja der Transport, das Transportauto von den, von den Primaris. Wie hat der andere geheißen? Repulsor Executioner. Ah ja, ich denke, okay, ja, das ist der Schießer. Genau, das ist die. Also der Repulsor selber ist schon eine heftige Ballerburg. Mhm. Der hat ja auch 1000 Waffen, kann man wieder vorlesen. Ein schwerer Sturmgatling, Icarus Eisenhagel-Maschinengewehr, 2 Sprengsch.
Sprengsturmgranatwerfer, zwei Sturmbolter, schweren Zwillingsbolter und den Abfangwerfer. Genau, also alles, was der Executioner auch hat, nur eben nicht diese heftige Hauptwaffe oben auf dem Turm drauf. Dafür kann er aber 10 Primaris transportieren und hat auch Macht des Maschinengeist, also bewegen und schießen ohne Abzüge, Schwebepanzer, Abfangwerfer, also der Primaris Nebelwerfer und explodiert, weil er Auto ist. Dann, jetzt ganz neu, der Impulsor. Der Impulsor ist auch ein Primaris Transporter, der kann 6 Primaris transportieren. Mhm. Der Executioner kann auch 6 transportieren. Der ist bewaffnet mit 2 Sturmboltern, sonst nichts. Den kann ich aber oben, so ein Raketenmagazin oben noch drauf bauen, den Bellicatus Raketenmagazin heißt das. Ist der dafür irgendwie schneller oder so? 14 Zoll? Nein, der ist halt wahrscheinlich billiger. Doch, der hat 14 Zoll. Okay. Und der Repulsor hat plus 10 Zoll. Okay. Also der ist schneller. Der ist schneller unterwegs, da kann ich 6 Primaris reinsitzen. Dann kann ich noch ein paar Waffen oben drauf bauen. Das ist auch ein Schwebepanzer, Repulsorfeld, also minus 2 auf Angriffe, Sturmfahrzeug, das ist ziemlich cool. Nachdem sich dieses Modell in deiner Bewegungsphase bewegt hat und falls es nicht vorgerückt, können von ihm transportierte Einheiten aussteigen. Einheiten, die das tun, dürfen in diesem Zug nicht gewählt werden, um anzugreifen. Also ich kann mit dem Auto fahren und danach kann ich noch aussteigen. Mhm. Das ist halt ziemlich heftig. Ich kann halt vorfahren, dann steigen meine Hellblasters aus und dann schießen sie. Das ist cool. Dann hat der orbitale VOX-Anlage dabei, das heißt, der kann ein orbitales Bombardement fordern in der Fernkampfphase. Ja. Also irgendwo bei 4 plus W3 tödliche Wundenhieb ballern. Genau. Minus, also Charaktermodell nur auf die 5 plus. Dann kann er einen 4 plus Rettungswurf kaufen mit der Schildkuppel. Das ist schon cool, Fahrzeug mit Rettung. Ja, und es ist halt ein Schwebeauto. Ja, und 14 Zoll ist da echt heftig, finde ich. Ja, also die sind ein bisschen so unterwegs. Das sind so ein bisschen so wie Serpents. Ich wollte gerade sagen, du musst sagen, das ist ja schon fast wie, also ja, Jetbike. Ja. Also mit 4er Retter sind die halt sehr haltbar. Da bin ich gespannt, was. Für das, dass das so ein globiger Dive ist, oder? Ich weiß gar nicht, wie der Impulsor ausschaut. Wie ein Schuhschachtel. Space Marines fahren nur in Schuhschachteln. Ja, für das, dass das so ein globiger Dive ist, ist er ganz schön schnell, muss ich sagen. Weil so ein Serpent schaut ja wenigstens schnittig aus. Ja. Ja, also da bin ich gespannt, was passiert und was man da listenmäßig sieht. Also ich kann mir vorstellen, dass da ziemlich lustige Sachen gebaut werden. Gerade mit dem minus 2 auf Charges ja noch, was er hat. Gut, dann kommen wir noch kurz zu den Flieger. Der Stormhawk Interceptor, das ist dieser kleine Flieger mit dem, da wo das Cockpit zu ist. Der hat Widerstand 17 Lebenspunkte und ist bewaffnet mit 2 Sturmkanonen und 2 schweren Boltern und einer Icarus-Sturmkanone. Also der ist relativ heftig bewaffnet, den kann man auch eine Laserkanone kaufen und Skyhammer-Raketen. Ansonsten ist er halt ein Flieger, schwer zu treffen, Überschall. Gegen fliegende Einheiten bekommt er plus 1 auf den Treffer. Der hat einen Infernum-Hallo-Werfer. Ach, andere Flieger treffen ihn eins schlechter. Ja, ansonsten ist er halt der Flieger. Den hat man eigentlich nie gesehen. Also ihr wisst halt nicht, dass ich den mal irgendwo gesehen habe. Ich finde das Modell auch nicht so toll. So, dann kommen wir zum Großen, zum Storm Raven. Den kennt man ja. Das ist die große fliegende Schuhschachtel. Widerstand 7, 14 Leben. Und hat man am Anfang sehr, sehr viel gesehen. Jetzt aktuell sieht man eigentlich fast keine Storm Ravens mehr. Weiß ich nicht warum. Ich finde, der ist immer noch relativ cool. Also der ballert halt ziemlich viel. Was hat er denn? 2 Sturmschlagraketenwerfer, Zwillingssturmkanone und einen schweren Zwillingsbolter. Und den kann ich halt ausrüsten. Kann ich halt hochrüsten und ihm mehr Dacker geben. Ich finde den cool und der kann 12 Marines transportieren und einen Cybot. Aber keine Primaris, nur normale. Aber ja. Ich finde den cool. Dann hat er den kleinen und ich glaube, der wird ein großes Revival haben, den Storm Talon Gunship, wenn man mit der richtigen Legion spielt. Das ist der kleine Flieger, also der Stormhawk ohne dieses komische Cockpit. Der ist bewaffnet mit
zwei schweren Bolter und Zwillingssturmkanone. Ich glaube, das wird da die Bewaffnung sein. Also der hat heftig viel Dacker. Der hat Strafing Run, wie heißt denn das? Tiefflugangriff, das heißt, gegen Bodenziele hat er plus 1 auf den Trefferwurf. Das heißt, er trifft auf die 3 plus, gegen Bodenziele auf die 2 plus. Also gegen Einheiten, die nicht fliegen können. Genau. Jetzt ist das Problem, seine Waffen sind schwer, wenn er sie bewegt, bekommt er minus 1. Wenn du das mit der richtigen Legion spielst, ignoriert er das. Dann trifft er Bodenziele auf die 2 plus. Okay. Und dann hat er 12 Schuss Stärke 6 minus 1 und 6 Schuss Stärke 5 minus 1. Also für wenig Punkte. Also die, glaube ich, sind ziemlich cool. Ansonsten ist er heute halt Flieger, wird schwer getroffen und so weiter. Kennt man ja auch von den Flieger. Und der hat Überschall, nein, das normale Genau, Fliegerregel. Ah, Überschall. ich hab jetzt gemeint, ob der auch sich Ja. zweimal drehen darf, aber na. Na, ansonsten, er kann halt hovern, also nicht mehr fliegern. Mich juckt der Gut, wir haben Rücken. es geschafft. Puh. Also das waren jetzt alle Space Marine Einheiten aus dem Space Marine Codex. Sehr viel Zeug. Dann würde ich sagen, wir quatschen mal gar nicht mehr sehr viel nach. Vielen lieben Dank an den lieben Taschengeldtyp für den Codex. Und wenn ihr noch die ganzen Sonderregeln und alles zum Space Marine Codex wissen wollt, Stratagems, Kriegsherrnfähigkeiten, Legionen, Legionen, die ganzen Relikte, Relikte, alles, Missionsziele. dann schaut euch das andere Codex Review Space Marines an. Verlinke ich vielleicht hier irgendwo in der Infocard oder so. Wir haben bloß gedacht, weil es so viel Zeug ist, machen wir es dieses Mal auf zwei Videos. Ist Ja, vielleicht außerdem hat man sinnvoller. ja den Space Marine Codex noch nicht als offizielles Review. Genau, und haben uns jetzt halt da, dazu, oder dazu entschlossen, dass wir eben, ist da irgendein Spinnenwebe, zwei Videos draus machen, weil es gibt da vielleicht Leute, die die einzelnen Einheiten gar nicht so interessieren, weil es war schon kurz die Überlegung, ob wir die Einheiten komplett weglassen, gell? Ja. Weil du sagst immer, es kennt jeder alle Space Marines ungefähr. Gut. War aber, glaube ich, ganz gut, weil es ist ja einiges gerade auf der Primaris-Seite dazugekommen. Ja. Und jetzt haben wir es halt. Wir haben es natürlich trotzdem zügig gemacht und durchgeballert. Also, aber es ist einfach unglaublich viel Zeit. Gut, mit diesem Sinne, Tom, danke, dass du das Codex-Review gemacht hast. Danke, dass du auch dabei Ich warst. war, also ich habe zwar zwischendurch immer wieder mal kurz geschlafen, aber ich war da. Und schaut euch das andere Review an. Und mal schauen, ob wir jetzt die Location wechseln oder sitzen bleiben, weiß ich nicht. Das Danke. Ha? ja, danke. Habe die Ehre. Servus.